das Thema geben, damit auch alle sozusagen mit dem gleichen Wissen in die Diskussion starten. So, dann gebe ich mal weiter. So, wir beginnen den heutigen Abend mit einer kleinen Geschichte, und zwar die Geschichte von einem heute ungefähr 56-jährigen Mann, der, wir nennen ihn einfach mal Hans-Peter Müller, sein Name spielt eigentlich keine Rolle und auch seine Geschichte ist völlig austauschbar, deswegen ist auch der Name egal. Hans-Peter Müller ist ein freier Bürger der Stadt Hamburg und lebt gern in der Mönckebergstraße Currywurst essen, geht nach Niendorf Steaks holen, weil sie dort nach eigener Ansicht nicht zu teuer und nicht zu lange gebraten sind. Das ist ein ganz normaler Bürger, der zwar keinen Beruf hat, aber dann doch einen Hund, mit dem er regelmäßig zumindest rausgeht und seinen Tag strukturiert. Es wäre also alles normal, wenn Herrn Müller nicht bis zu 4 Polizisten rund um die Uhr folgen würden, lange Zeit hinweg. Und wenn nicht sein Wohnort mittlerweile fast 15 Stück mittels Bildzeitung immer wieder bundesweit sogar bekannt wäre, genauso wie sein Aufenthaltsort und wenn nicht rund um die Uhr eigentlich Anwohner gegen seine Anwesenheit protestieren würden. Wir haben es nämlich mit einem ehemaligen Sicherungsverwahrten zu tun, der vor 2-3 Jahren aufgrund eines Urteils freigelassen wurde. Und wir wollen uns die Geschichte von ihm ganz kurz anschauen, weil sie in der Podiumsdiskussion auch nochmal einiges verdeutlicht. Seine Geschichte beginnt 1980 und da gehen wir jetzt kurz hin. Herr Müller war damals auf dem Weg von Heilbronn damals, seinen Lohn abzuholen in einer Reederei. Er wurde ihm verweigert und Herr Müller drehte durch. Er nötigte auf dem Rückweg zuerst eine Spaziergängerin. Die konnte fliehen, dann zerrte er eine 29-jährige Mutter in ihr Haus, vergewaltigte sie vor den Augen ihres Kindes. Er wurde damals zu einer sehr langen Freiheitsstrafe verurteilt mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er kam in die JVA Freiburg, allerdings, er hatte Sicherungsverwahrung, aber die war damals auf 10 Jahre begrenzt. Das heißt, er wusste genau, auch wenn er Sicherungsverwahrung hat, er würde am, das waren die Bilder, die ich jetzt übersprungen habe, aber er würde am 8. Dezember 1998 wieder freikommen. Das war der Tag, auf den er hin erlebte. Er machte zwar keine gefängnisinterne Therapie, das hatte damit zu tun, dass er sagte, naja, die hatte ja gar keine Schweigepflicht, die Therapeutin, warum soll er der irgendwas anvertrauen, aber mit externer Hilfe machte er zumindest dann doch eine Therapie und lebte immer auf diesem 8. Dezember. Dann kam die Regierung Kohl und setzte ihm einen kleinen Schock, denn in ihren letzten Amtstagen setzte sie noch ein neues Gesetz in Gang, das nämlich die Sicherungsverwahrung mittels Gerichtsbeschluss nun unbegrenzt verlängert werden konnte. Und statt eines Freilassungsbefehls kam plötzlich von Herrn Müller die Aussage vom Gefängnisdirektor, Sie sind einer der Ersten, die in Verlängerung gehen. Plötzlich war also alle Perspektive von Herrn Müller weg, er wusste gar nicht mehr, wann er wirklich freikommen würde. Sicherungsverwahrung hatte er jetzt weiterhin, aber vorher war sie auf 10 Jahre begrenzt, nun war sie unbegrenzt. Wann er freikommt, keine Ahnung, woraufhin er leben soll, wusste er auch nicht mehr. Das heißt, die Perspektive war ihm völlig genommen. Er wurde nun zwar jede 2 Jahre begutachtet, aber alle 2 Jahre wurde eben auch nur seine Sicherungsverwahrung verlängert. Das ging dann so bis 2010. 2010 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann entschieden, dass diese rückwirkende Sicherungsverwahrung rechtswidrig sei, die Betroffenen freizulassen seien und die Sicherungsverwahrung generell auf den Prüfstand in Deutschland gestellt werden müsse. Wir werden dazu später dann in der Podiumsdiskussion noch einiges hören. Herr Müller war von dieser Nachricht allerdings völlig überrascht. Er hatte weder geklagt, noch war er sonst irgendwie davon betroffen. Plötzlich sollte er einfach freigelassen werden. Er hatte zwar immer auf diesen 8. Dezember hingelebt, aber nun war ja eigentlich die Perspektive weg und plötzlich sollte er freigelassen werden. Er beantragte dann ein halbes Jahr erstmal, um sich vorbereiten zu können auf die Freiheit. Doch ein halbes Jahr wurde ihm nicht gegeben, es wurde ihm ganze 2 Wochen gegeben. Dann kam er frei, weder er noch die Bevölkerung waren allerdings darauf vorbereitet. Er sollte nach Bad Pyrmont kommen, in ein Betreuungszentrum. Doch schon bevor er dort ankam, war die Bildzeitung vor Ort und die ersten Anwohner protestierten quasi schon. Es dauerte dann auch weniger als 3 Wochen. Da musste er den Ort wieder verlassen, kam nach Hamburg. Und wir wollen uns dann doch aber nochmal verinnerlichen an dem Punkt, es war ein freier Mann. Er hatte seine Haft abgesessen, er hatte seine Sicherungsverwahrung abgesessen, kam frei und trotzdem, auch in der Freiheit, musste er nun bis zu 15 Mal seinen Wohnsitz wechseln. In Bildzeitung insbesondere, aber auch in anderen Printmedien und Talkshows wurde gegen ihn gehetzt zu dem Zeitpunkt. Und das, obwohl Statistiken, je nachdem welche Statistik man nimmt, und wir werden sicherlich heute Abend auch Statistiken hören, von 100 Sicherungsverwahrten bis zu 10 lediglich rückfällig werden. Rechtfertigt das eine solche Angstmaschinerie weiterhin auch ohne diese ganze gesellschaftliche und mediale Debatte, wäre das Leben für Herrn Müller so schon schwierig genug gewesen, denn er hatte mehr Lebzeit hinter Gittern verbracht als in Freiheit.
Als er hinter Gitter kam, gab es die DDR noch, als er freikam, gab es sie nicht mehr. Als er hinter Gittern kam, waren PCs und Computer und Handys vor allem, aber auch im Haushalt eigentlich kein Standardmittel. Als er freikam, war das das Hauptkommunikationsmittel. Die ganze Welt hatte sich verändert, nur Herr Müller hatte daran keine Teilhabe. Er war auch gar nicht darauf vorbereitet. Und dennoch wurde er plötzlich in diese Welt hineingeworfen, ohne ihn vorzubereiten. Kann das gut gehen? Wir haben einige Fragen aufgeworfen für den heutigen Abend, die wir in der Podiumsdiskussion auch wiedererkennen werden wahrscheinlich. Die erste Frage, die wir stellen wollen, welche Folge hat es für einen Menschen, auf unbestimmte Zeit eingesperrt zu sein? Und wie kann ein Gutachter ernsthaft beurteilen, ob eine Person wieder freigelassen werden kann? Die nächste Frage, wie können wir das Dilemma lösen, Sicherheit für die Bevölkerung oder Freiheit für den Straftäter? Wie viel Risiko kann und muss eine Gesellschaft aushalten? Und die dritte Frage, wie schaffen wir es, die Straftäter wieder auf die Freiheit vorzubereiten und sie danach wieder in die Gesellschaft einzugliedern? Mit diesen Fragen wollen wir in die Diskussion gehen. Jetzt würde ich auch an Professor Dübke übergeben, der die Moderation übernommen hat. Viel Spaß. Ja, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal herzlich willkommen im Namen der Juristischen Fakultät hier in Göttingen. Herzlich willkommen insbesondere auch im Namen des Instituts für Kriminalwissenschaften. Es steht mir nicht zu, eine zweite thematische Einführung zu liefern, nachdem wir schon eine erste thematische Einführung gehört haben. Nur vielleicht zwei kleine Aspekte vorab. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen juristisch und insbesondere strafrechtlich intensiv, intim bewandert sind, aber es gibt sicherlich auch ein paar andere und deshalb nur zwei kleine Bemerkungen. Erstens, die sogenannte Sicherungsverwahrung ist eine sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung, die zusätzlich zur Verhängung einer Kriminalstrafe oder aber ersatzweise einschlagen, eintreten kann. Die Kriminalstrafe ist ausgerichtet auf die Vergangenheit in der Ahndung einer begangenen Straftat, während die Maßregel der besseren Sicherung zukunftsgerichtet ist, die Gefährlichkeit des Täters im Blick hat. Zweiter Punkt, weil das so ist, muss die Kriminalstrafe nach dem Verständnis des deutschen Strafrechts begrenzt sein, begrenzbar sein, muss insbesondere bei einem Freiheitsentzug immer auch dem Rehabilitationsinteresse verpflichtet sein. Das heißt, nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, jeder Mensch muss den Anspruch, die Chance haben, auch noch einmal wieder frei zu kommen, sich wieder integrieren zu dürfen. Für die Kriminalstrafe. Die Sicherungsverwahrung ist wie jede Maßregel der Besserung und Sicherung auf Gefährlichkeit ausgerichtet und bietet daher die Option, jedenfalls dem Grundgedanken nach, weil es um die Gefährlichkeit eines Menschen geht, diesen Menschen potenziell so lange zu verwahren oder zu inhaftieren oder zu versorgen, zu therapieren, das sind ja ganz unterschiedliche Ziele dann, solange die Gefährlichkeit anhält. Und wenn sie lebenslang anhält, dann würde vom Grundgedanken her einer Maßregel der Besserung nichts dagegen sprechen, einen Menschen auch lebenslang dann von der Straße wegzuholen. Das vielleicht nur zwei ergänzende Bemerkungen zum Vorverständnis vorab. Und jetzt freue ich mich sehr, uns auf die Referentin, die ich nun im Folgenden im Einzelnen vorstellen werde. Herzlich willkommen und herzlichen Dank vorab, dass Sie zu uns gestoßen sind. Wir werden das jetzt im Ablauf folgendermaßen handhaben. Ich stelle Ihnen die insgesamt fünf ehrenwerten Referenten einzeln vor. Wir haben geplant, dass jeder Referent zunächst ein kleines Einführungsstatement abgibt und wir erst dann, wenn wir alle fünf sozusagen im Einzelnen uns ein bisschen ihn vorgestellt haben, hier vorne dann ein bisschen ins Zwiegespräch kommen und dann natürlich in der letzten mindestens halben Stunde die Diskussion öffnen für Ihre Fragen, Ihre Statements, Ihre Nachfragen oder Ihre Kritik an dem, was Sie bisher gehört haben. Ich darf als ersten Referenten Herrn Rechtsanwalt Bernhard Schröer herzlich willkommen heißen. Herr Rechtsanwalt Schröer ist seit 1999 Fachanwalt für Strafrecht, also ein langjährig erfahrener Strafverteidiger, unter Einschluss natürlich der Fälle, die sich mit Sicherungsverwahrung beschäftigen. Herr Rechtsanwalt Schröer war insbesondere verantwortlich, wird von uns allen sozusagen verantwortlich gemacht für die
Änderung der Rechtslage in den letzten Jahren, weil er dasjenige Strafverfahren auf der Seite des Verurteilten betrieben hat, das letztendlich zu den maßgeblichen Entscheidungen geführt hat, insbesondere dann die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und der EGMR hat erstens gesagt, auch eine Maßregel der Besserung und Sicherung gilt sozusagen als etwa als strafähnliche Sanktionierung, also gleichsam so zu behandeln wie eine Strafe, sodass das mit der rückwirkenden Aufhebung der Frist ein großes Problem ist. Und zweitens, eine solche Verwahrung darf nicht reine Verwahrung sein, sondern muss auch therapeutischen Gesichtspunkten Rechnung tragen. Herr Rechtsanwalt Schröer lässt sich zitieren mit einer These, die wir im weiteren Verlauf vielleicht auch kritisch beleuchten wollen. Seine These ist, über 90% der Sicherungsverwahrten sitzen zu lange und sitzen zu Unrecht. Herr Schröer, Sie sind herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihr Eingangsstatement. Ja, auch von mir zunächst mal schönen guten Abend oder Tag, wie auch immer. Meine These ist ja vorhin sogar schon gefallen in dem Eingangsvortrag hier, dass nämlich die Gefahren, die von Sicherungsverwahrten ausgehen, umgekehrt proportional zu der Anzahl sind, die wir einsperren. Man muss sich klar machen, dass noch Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, man allen Ernstes darüber nachgedacht hat, weil die Zahl der Sicherungsverwahrten sehr klein war, diese Maßregel komplett abzuschaffen. Mitte der 90er Jahre war es dann in Deutschland zu mehreren spektakulären Kindermorden gekommen. Dazu kam dann noch die Dutroux-Affäre in Belgien. Da wird sich der eine oder andere noch daran erinnern, weil das jetzt vor kurzem erst wieder Thema war. Die Ehefrau ist ja dann entlassen worden, vor kurzem eher nicht. Und das hat dazu geführt, dass man die Diskussion wieder neu angeheizt hat. Und es ist richtig, die Kohl-Regierung hat noch in den letzten Tagen, nämlich zum 31. Januar 1998, dann diese Verschärfung eingeführt. Zunächst mal nur den Wegfall der Befristung auf die 10 Jahre bei der ersten Sicherungsverwahrung. Die zweite Sicherungsverwahrung war auch damals schon unbefristet. Also wenn einer einmal die 10 Jahre rum hat und hat dann wieder Straftaten begangen, die zu einer erneuten Verurteilung und Verhängung von Sicherungsverwahrungen führten, dann war das damals auch schon unbefristet. Aber das wusste man auch vorher dann schon als Täter oder konnte man vorher wissen. Während das hier in diesem Fall dann so war, dass die erst im Nachhinein verlängert wurde, beziehungsweise die Befristung, die ursprünglich im Gesetz stand, abgeschafft wurde. Diese Befristung gab es seit 1975 und war mit der Begründung eingeführt worden 1975, dass man gesagt hat, man will den Richtern die Scheu vor einer endlos Maßregel nehmen. Offenbar hat man dann gedacht, jetzt ist die Scheu weit genug weg, jetzt können wir sie wieder unbefristet machen, wenn genug davon verhängt wurde. Wie gesagt, es ist dann ein ganz erheblicher Anstieg der Sicherungsverwahrten. Noch Anfang oder Mitte der 90er Jahre hatten wir so, am Ende, dann, oder Ende der 90er Jahre hatten wir so um die 180 Sicherungsverwahrte, jetzt haben wir über 500 oder noch mehr, fast 600 sogar mittlerweile. Die Zahl steigt also, wobei ein paar ja jetzt rausgekommen sind, aufgrund der Urteile, und dazu kann man vielleicht auch sagen, von denjenigen, die ich vertreten habe, hat es einen einzigen Rückfall gegeben, und das war Fischwilderei. Für diejenigen, die das Strafrecht nicht kennen, das ist, wenn einer angeln geht ohne Angelschein. Damit kann ich leben, muss ich sagen. Das, was in dem Einführungsvortrag kam, kann ich bestätigen. Es wird eine Hetzjagd auf die Leute gemacht, die ist unglaublich. Das Interessante daran ist nur, dass bis 1998 ja jeder Sicherungsverwahrte, der erstmalig in der SV war, ohnehin nach 10 Jahren entlassen wurde. Da hat kein Mensch nachgekräht. Das war genauso ein Mensch, der aus dem Knast entlassen wurde, wie jeder andere Straftäter auch. Hat keinen interessiert. Jetzt auf einmal wird da eine Riesenbereitung gemacht und die Medien gehen da hinterher. Zu den Medien werde ich nachher wahrscheinlich in der Diskussion auch noch einiges sagen. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft geworden. Als ich ein kleiner Junge war, oder als ich im Alter von einigen hier vielleicht war, da gab es 3 Fernsehsender in den meisten Bundesländern und ein paar Printmedien, es gab kein Internet und nichts. Und das subjektive Bedrohungspotenzial, was die Bevölkerung empfunden hat, war wesentlich geringer, als es das heute ist. Also wir erleben im Moment, dass in der Jugendkriminalität die Zahlen sinken, auch in der anderen der Erwachsenenkriminalität. Und trotzdem ist das Empfinden der Bevölkerung so, als wären wir alle potenziell davon bedroht, jede 2 Minuten Opfer irgendwelcher Straftaten zu werden. Dem ist nicht so. Herzlichen Dank, Herr Schröer. Es ist mir eine große Freude, unseren zweiten Referenten aufzurufen und kurz vorzustellen. Herr Rainer Bruckert
ist Vorsitzender des Weißen Ringes e.V. Niedersachsen. Das heißt, wir gehen jetzt ganz auf die andere Seite über, auf die Seite der Opferbelange, der tatsächlichen oder der potenziellen Opfer. Herr Bruckert war vor seiner jetzigen Funktion leitender Kriminaldirektor, auch eine interessante Begebenheit, Abteilungsleiter im Landeskriminalamt Hannover und zuvor über viele Jahre hinweg Landesvorsitzender und stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Und offensichtlich haben Sie in dieser Profession schon die Wichtigkeit der Opferbelange entdeckt, dass Sie heute in Ihr Amt als Vorsitzender des Weißen Rings Niedersachsen geführt hat. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Einführungsstatement. Ja, schönen guten Abend. Schröder hat mal gesagt, wegsperren und am besten für immer. Das sage ich gleich zu Anfang, auch wenn das vielleicht der Anwohner nicht erwartet hat, das ist nicht die Position des Weißen Ringes. Das ist auch nicht meine Position, weil es Unsinn ist. Gleichwohl, ich wollte eigentlich ein Statement abgeben, das sollte anders anfangen. Aber ich bin so ein bisschen provoziert worden durch Ihre Schilderung dieses Falles. Nur nebenbei bemerkt, ich war der Abteilungsleiter, der ihn hier empfangen sollte mit meinen Leuten in Bad Pyrmont. Dazu ist es nicht gekommen. Ich fange mal mit einem anderen Beispiel an. Auch das provoziert sicherlich. 1976 habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Wir nennen ihn jetzt mal Robert. Als Ermittler, Robert war 16 Jahre alt. Seit dem 12. Lebensjahr schon aufgefallen wegen Diebstählen und Körperverletzungen. Robert ist mir ans Herz gewachsen über viele Jahre, weil ich ihm immer wieder begegnet bin. Und Robert hat sich gesteigert. Er wurde zu einem professionellen Einbrecher und ich weiß gar nicht mehr heute, wie oft ich ihn festgenommen habe. Ich wähle dieses Beispiel deshalb, weil ich mich so ein bisschen provoziert fühlte durch eine These, dass ja nicht nur Sexualtäter und Gewalttäter in Sicherungsverwahrung sind, sondern unter anderem auch Täter, die Eigentumskriminalität zugerechnet werden müssen. Robert entwickelte sich immer besser. Ich sage jetzt schon mal vorweg, er verbrachte mehr als sein halbes Leben im Knast. Und 1996 wurde es dann langsam richtig ernst. Robert war so oft rückfällig geworden und steigerte auch seine Tätigkeit, indem er, wenn er erwischt wurde oder überrascht wurde von Leuten bei Einbrüchen, sie brutal zusammenschlug und zum ersten Mal eine richtige Freiheitsstrafe kriegte. Und ich kann mich heute noch ganz genau erinnern, was ich damals gesagt habe zu dem Staatsanwalt, wenn es irgendwie möglich ist, wegsperren und den Schlüssel wegschmeißen. Das ist in dieser Hauptverhandlung nicht der Fall gewesen. Er wurde zu etwa 6,5 Jahren verurteilt und hat diese auch bis zum letzten Tag abgesessen. Und die Insider hier wissen, wer eine zeitige Freiheitsstrafe bis zum letzten Tag abgesessen hat, hat während dieser Zeit eine Menge getan, dass er vorher nicht rauskam. Ich habe das bedauert damals, dann verlor sich die Spur. Ich weiß inzwischen, er hat danach einen neuen Betitel in einem benachbarten Bundesland gefunden. Und im Jahre 2008 ist er mit zwei anderen verurteilt worden, weil er sich inzwischen weiter gesteigert hatte. Er hatte sich vom Einbruch verlegt auf den Raub in Wohnungen, einfach eindringen in Häuser, die Leute quälen, bis sie das Geld versteckt verraten. Dabei ist ein 56-jähriger Mann so schwer malträtiert worden, dass er durch Hirnschäden bis heute ja, ein Leben im Rollstuhl als Behinderter führt. In dieser Verhandlung ist Robert zu 12,5 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Und ich war nicht befriedigt. Ich habe gesagt, wenn man 96 ihn von der Straße genommen hätte, könnte ein Mensch jetzt weiterleben. Ich vertrete die Belange der Opfer, eine ganz kleine, schmale Facette in dieser Diskussion. Ich erinnere mal an diesen Artikel 5 der Menschenrechtskonvention, wo drin steht, jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Was mich als Vertreter der Opfer, als Vorsitzender des Weißen Ringes stört, ist, dass der Begriff der Freiheit in Lehre, in Rechtsprechung fein ziseliert, in unglaublich vielen Abhandlungen ausgeführt wird. Der Begriff der Sicherheit kommt weder kommt nur in geringem Maße in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und in der Entscheidung
der Karlsruher Richter zu tagen. Und das ist die Position des Weißen Ringes. Das bedauern wir sehr und das verstört uns ein bisschen. Herzlichen Dank. In Ihrem Statement war unterschwellig auch schon zu spüren, wie schwierig offenbar die prognostischen Fragen in diesem Zusammenhang sind. Das heißt, wie verlässlich ist es denn möglich, eine Person zu begutachten? Hier vorne ist Ihr Platz, nicht mehr da drin. Wie verlässlich ist denn die Möglichkeit, eine Person zu begutachten im Hinblick, was sie, wenn sie einmal die Regel gebrochen hat in strafrechtlicher Hinsicht, das dann auch zukünftig wieder zu machen, beziehungsweise dann möglicherweise das Anwendungsfeld auch zu erweitern oder zu verschärfen. Deshalb ist es mir fachlich wie persönlich eine ganz besondere Freude, Herrn Kollegen Professor Müller herzlich willkommen zu heißen. Herr Kollege Müller ist Professor für forensische Psychiatrie und Psychotherapie der Georg-August-Universität Göttingen und Chefarzt der Abteilung für forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Asklepios-Fachklinikum Göttingen. Ich lese das deshalb ab, weil ich es auch nach intensivem Auswendiglernen nicht geschafft habe, das, was die Kollegen aus der Medizin hier an vortrefflichen Ehrentiteln mit sich führen, auch nur einmal korrekt wiederzugeben. Insbesondere darf ich noch sagen, dass Herr Kollege Müller ein spannendes Forschungsprojekt betreibt, von dem er uns vermutlich im Laufe des heutigen Abends etwas vorstellen wird. Es hat den Titel Gefährlichkeitsprognosen in psychiatrischen Gutachten zur nachträglichen Sicherungsverwahrung. Herr Kollege Müller lässt sich zitieren mit der sicherlich sehr provokanten These, dass einige oder vielleicht sogar die Mehrzahl der Sicherungsverwahrten in ihrer Sicherungsverwahrung ein Sonderopfer erleiden. Herzlich willkommen, wir sind gespannt auf Ihren Einführungsvortrag. Vielen Dank für die Einführung. Wenn Medizin und Recht aufeinandertreffen, dann ist es nicht immer ganz einfach. Das gilt insbesondere für das Thema der Sicherungsverwahrung. Wenn Sie fragen, was hat ein Psychiater überhaupt mit der Sicherungsverwahrung zu tun, und Sie sagen nichts, dann liegen Sie gar nicht so falsch. Zumindest lagen Sie nicht so falsch bis in die 90er Jahre. Ich habe mir heute Morgen mal ein altes Lehrbuch aus den 90er Jahren durchgeschaut, mit dem sich die meisten Psychiater für die Facharztprüfung vorbereitet haben. Das hat 900 Seiten und in diesen 900 Seiten sind genau 4 Zeilen zur Sicherungsverwahrung. Das war damals auch angemessen und die meisten wussten auch nach ihrer Facharztprüfung nicht, was das überhaupt bedeutet. Das war auch gar nicht nötig. Bis Mitte der 90er Jahre. Dann gab es den Fall Nathalie, dann gab es den Fall Dutroux, es gab den Fall Peggy und es gab Zwischenfälle in Eichelborn und auf einmal war die gefühlte Sicherheitslage in Deutschland eine andere. Die gefühlte, denn eigentlich absolut ist nicht mehr passiert. Es gab dann Gesetzesverschärfungen, die 98 dazu geführt haben, dass viele Prognosebegutachtungen gemacht wurden. Es wurden also Straftäter, Maßregelversuchspatienten, Sicherungsverwahrte extern begutachtet, also durch einen Sachverständigen begutachtet, ob die noch gefährlich sind oder nicht. Von dem Psychiater, von diesem Sachverständigen wurden nun erhofft, dass nichts mehr passiert. Das ging so weiter, aber die gefühlte Sicherheitslage, Gefährdungslage war noch nicht befriedigt. Und dann kommt ein zweiter Reflex der Politik ins Gespräch und der kam dann zum Tragen, nämlich, dass man diese Sicherheit zu Lasten der Psychiatrie, mit Hilfe der Psychiatrie, lösen wollte, klären wollte. Und dann gab es in den verschiedenen Ländern Landesunterbringungsgesetz, da wollte man für gefährlich gehaltene Straftäter in die Psychiatrie unterbringen. Die waren gesund, also gesund, die waren begutachtet, die waren nicht so gestört, dass man sie hätte in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen müssen. Aber der erste Reflex, es gab eine gefühlte Gefährdungslage und man sagte, bring die doch in die Psychiatrie. Die Landesunterbringungsgesetze wurden dann in Kraft, wurden dann wieder verworfen. 2004 wurde dann die nachträgliche Sicherungsverwahrung eingesetzt. Das ist der Hintergrund für diese Studie, die vorhin schon zitiert wurde. Dann hatten wir also die nachträgliche Sicherungsverwahrung. Wir hatten diese nachträgliche Entfristung, wir hatten die nachträgliche Sicherungsverwahrung und wir haben 2010 dann das Urteil des EGMR, das die Sicherungsverwahrung auf den Prüfstand stellte.
Und wieder setzte derselbe Reflex ein, der schon bei den Straftäteruntergangsgesetzen zum Tragen kam. Was macht man denn jetzt mit Leuten, die wir für gefährlich hielten und entlassen sollte, aber nicht entlassen will? Und da kam eine Nacht- und Nebelaktion der Bundesregierung und auf einmal hatten wir ein Therapieunterbringungsgesetz. Mit dem Therapieunterbringungsgesetz waren diejenigen, die in der Maßregel waren, weiterhin für gefährlich geachtet haben, die eigentlich entlassen werden sollten nach EGMR-Rechtsprechung, die wurden dann wiederum in die Psychiatrie oder in eine Therapieunterbringung gebracht. Und dazu hat man ihnen eine psychische Störung attestiert. Eine psychische Störung, die es vorher nicht so gab, zumindest nicht in einem schweren Schweregrad, dass es die Verantwortung eingeschränkt hätte und das ist normalerweise die Voraussetzung einer solchen Unterbringung. Also wiederum wurde eine psychische Störung hinzu gedacht, die Gefährlichkeit damit begründet und auf einmal hatten wir ein Therapieunterbringungsgesetz, das trat am 01.01.2011 in Kraft. Wenige Monate später hat dann das Bundesverfassungsgericht die Regelung der Sicherungsverwahrung verworfen, das wissen Sie, und inzwischen ist die Neuregelung in Kraft und die hat einige Schritte in die richtige Richtung meines Erachtens ergriffen. Es geht um den Versuch einer Verhaltensmodifikation, es geht um den Versuch einer Verhaltenskorrektur, Therapie oder wie auch immer das nennt, es geht um Begutachtung und es geht letztlich darum zu prüfen, wie man diese Gefährdungslage anders beenden kann. Und das ist für mich ein Schritt in die richtige Richtung, wenngleich von meiner Seite abzuwarten bleibt, was sich wirklich jetzt in der Folge daraus entwickeln wird. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon mehrfach einzelne Fälle gehört und ich glaube, wir alle sind sehr interessiert, wie eigentlich die Sicherheitslage allgemein aussieht. Also wie viele Sicherheitsverwahrte gibt es überhaupt, wie viele gefährliche Täter sind da einsässig, insässig oder laufen draußen auf der Straße rum. Und deswegen ist es mir wiederum fachlich wie persönlich eine besondere Freude, Herrn Kollegen Professor Dessecker hier herzlich willkommen zu heißen. Herr Kollege Dessecker ist seit 2008 applizierter Professor hier an unserem Göttinger Institut für Kriminalwissenschaften und schon seit 2004 stellvertretender Direktor der Kriminologischen Zentralstelle e.V. in Wiesbaden. Schon 2002 hat er eine wichtige Schrift vorgelegt mit dem spannenden und weitreichenden Titel Gefährlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, das sind so die beiden wichtigen Bezugsbegriffe, unter den oder in deren Rahmen wir hier diskutieren werden. Herr Kollege Dessecker lässt sich mit der These zitieren, Sterben von Sicherungsverwahrten in der Haft, sozusagen in der Sicherungsverwahrung, das sei gar nichts Besonderes. Alle Inhaftierten, auch die, die ganz normal in Strafhaft untergebracht sind, können eben auch in ihrer Haft versterben. Also wo ist eigentlich die Besonderheit und das Problem? Herzlich willkommen, wir sind ganz gespannt. Ja, vielen Dank und guten Abend. Ich habe hier einen Zettel hingelegt, weil der Titel dieser Veranstaltung ursprünglich nicht so hieß, wie das vorher diese Fragen angezeigt wurden, an der Wand stand, sondern ein bisschen anders. Er hieß nicht für immer hinter Gittern, sondern er hieß Sterben im Knast. Und ich finde es schade, dass er jetzt nicht mehr so heißt, denn ich hab mir dazu ein paar Gedanken gefasst. Ich finde diesen Titel eigentlich recht gut. Sterben im Knast. In der Tat hat jetzt das Sterben in Justizvollzugsanstalten, wie man das auf juristisch sagen würde, ist nichts, was sich begrenzt auf Sicherungsverwahrte. Sterben betrifft im Extremfall alle Leute, möglicherweise, die relativ lang in Haft sind. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir Gefangene haben mit lebenslangen Freiheitsstrafen, dann können Sie sich auch vorstellen, dass ein Teil dieser Gefangenen im Knast verstirbt. Und so ähnlich wie bei der Sicherungsverwahrung, um jetzt mal Zahlen zu nennen, wir haben nicht so viele, aber ein paar Zahlen haben wir, können Sie damit rechnen, das sind mehr als 10% von denen, bei denen diese Sanktionen zu einem Ende gelangen. Ja? Mehr als 10%. Und man kann sich schon fragen, ist das nicht auch
etwas, was uns beschäftigen sollte unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde, was uns beschäftigen sollte unter dem Gesichtspunkt der niedrigen, wenn oder unangemessenen Behandlung, wie das so im internationalen Menschenrechtsschutz genannt wird. Das war der eine Aspekt, wenn wir sterben. Jetzt kommt noch dieser Begriff Knast. Wir haben seit ein paar Tagen in allen Bundesländern neue Gesetze über den Vollzug der Sicherungsverwahrung. Dazu werden Sie auch noch ein bisschen mehr hören. In diesen Gesetzen steht natürlich nicht das Wort Knast. Der Gesetzgeber pflegt sich gewählter auszudrücken. Aber wir haben in der Tat das Problem, wo sollen diese Leute denn untergebracht werden? Nun wissen Sie vielleicht, das Bundesverfassungsgericht hat vor ein paar Jahren das sogenannte Abstandsgebot erfunden. Das Abstandsgebot besagt, es muss zwischen dem Vollzug der in Anführungszeichen normalen Strafe und der Maßregel Sicherungsverwahrung ein Abstand sein. Das darf nicht identisch sein oder alte Formel, es darf kein Etikettenschwindel herrschen, den die Strafjustiz hier zeigt. Wenn Sie das etwas sich genauer anschauen, dann stellen Sie allerdings fest, der Abstand kann in der Praxis doch ziemlich schrumpfen, annähernd null ist er. Hier nicht weit von Göttingen, am Stadtrand von Göttingen, ist einer der Orte, wo künftig Sicherungsverwahrung vollzogen wird. Es wird eine spezielle Einrichtung geben für Sicherungsverwahrte. Aber diese Einrichtung befindet sich auf dem Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Und die Leitung dieser Einrichtung wird, nach allem, was ich bisher gehört habe, identisch sein mit der Leitung der Justizvollzugsanstalt. Der Abstand zwischen dem Vollzug der Sicherungsverwahrung und dem Vollzug einer langen Strafe besteht darin, dass man ein Gebäude verlässt und ein anderes Gebäude betritt, gewissermaßen. Und daran knüpft sich, denke ich, die Frage, was ist eigentlich dieses verfassungsgerichtliche Abstandsgebot wert? Das ist eine Frage, die wir möglicherweise nicht so ganz beantworten können, ebenso wie die vielen, die hier oben an der Wand stehen. Aber das jetzt mal als Einleitung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Desseker. Ich freue mich ganz besonders, unseren fünften Referenten herzlich willkommen zu heißen, Herrn Jens Grote. Herr Grote ist Leiter des Referates Recht des Justizvollzugs im niedersächsischen Justizministerium. Er ist hier schon ein wohlbekannter Referent, schon mehrfach hier aufgetreten. Und vielleicht werden Sie uns insbesondere etwas sagen können zu den Fragen, die gerade angedeutet worden sind. Das heißt, wie stellt sich eigentlich das Ministerium den neuen Vollzug vor, der ja offensichtlich etwas ganz anderes sein soll als ein Strafvollzug, ein Therapievollzug. Vielleicht können Sie und vielleicht dann auch alle anderen Referenten etwas sagen, was ist denn das für eine Art von Therapie? Sind es denn realistische Therapieerwartungen, die wir haben? Und wie soll denn der Abstand, von dem wir nun alle sprechen, eigentlich konkret sichergestellt werden? Herr Grote lässt sich zitieren mit der These, dass es durchaus im Einzelfall sein kann, dass eben auch Sicherungsverwahrte im Knast sterben. Und wenn man das eben nicht verhindern kann, dann muss man das notgedrungen hinnehmen. Aber man kann natürlich vieles tun, um das vielleicht dann doch zu verhindern. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Das Eingangsstatement sollte ein wenig provozieren. Ich hätte aber jetzt persönlich sicherlich nicht den Ausdruck Knast benutzt. Ich bin also im Grunde im Justizministerium für die andere Seite der Sicherungsverwahrung zuständig. Wir haben heute ganz viel schon gehört über die Seite, wo es darum geht, unter welchen Voraussetzungen wird Sicherungsverwahrung überhaupt angeordnet. Da gibt es sicherlich viele Dinge, wo auch mein juristisches Herz vielleicht in die eine oder andere Richtung dann mal schlägt. Man kann sich sicherlich als Jurist darüber unterhalten, ist der Katalog der Straftaten, die zu einer
Sicherungsverwahrung führen können? Hätte man darüber bei der Überarbeitung auf Bundesebene nicht nochmal nachdenken können? Da sind Tatbestände zum Beispiel aus dem Betäubungsmittelgesetz noch drin, wo man sich die Frage stellen könnte. Jedenfalls braucht man das dort. Das Thema ist aber politisch so hoch besetzt, dass es unheimlich schwierig ist, eine sachliche, inhaltliche Diskussion zu führen. Ich habe mich jetzt die letzten 3 Jahre schwerpunktmäßig mit der Sicherungsverwahrung befasst, war in diversen Arbeitsgruppen auf Bundes- und auf Länderebene. Und es gibt kein Thema, das politisch so beladen ist wie dieses Thema. Und Sie können nicht, wenn es zu einer schwerwiegenden Straftat gekommen ist, wenn ein Kind Opfer geworden ist eines Sexualdeliktes, dann können Sie nicht mehr sachlich argumentieren und dann kann auch Politik nicht mehr sachlich argumentieren, dann kann auch ein weißer Ring nicht mehr sachlich argumentieren. Dann kann man im Grunde nur hoffen, dass wieder Ruhe einkehrt, dass man sich dann den Dingen wieder widmen kann. Es fällt übrigens auch schwer, wenn man mit den Sicherungsverwahrten unmittelbar regelmäßig in Kontakt ist, sich unmittelbar nach diesen Kontakten immer wieder für sie einzusetzen. Wir hatten aus dem Ministerium in den letzten Jahren regelmäßige Gesprächsrunden mit einer großen Gruppe von Sicherungsverwahrten in Niedersachsen und das ein oder andere Mal, wenn ich die Aktenfolge gelesen habe, persönliche Begegnungen hatte, brauchte ich erstmal wieder 3-4 Tage, um zu sagen, okay, jetzt werde ich versuchen, eine Entscheidung zu treffen über die Größe von Unterkunftsbereichen in der JVA Rossdorf, weil kurz danach war mir eher danach, die Räumlichkeiten zu verkleinern. Also das sind die persönlichen Begegnungen und das wären vielleicht auch nochmal so 2 Sichtweisen, die Sie, wenn Sie sich mit dem Thema befassen, in Ihr Herz aufnehmen sollten. Es gibt kaum ein Thema, das so polarisiert wie Sicherungsverwahrung. Der Staat kommt hier an Grenzen. Ich teile die Einschätzung, dass viele dieser Personen, die sich in Sicherungsverwahrung befinden, vermutlich nie wieder straffällig werden würden. Nur man weiß halt nicht, wer davon. Und die Angst, dass man den Falschen entlässt und es zu einer schwerwiegenden Straftat kommt, treibt jedenfalls die Personen um, die in der Verantwortung sind. Und es ist immer sehr leicht für die Betroffenen, die weit weg sind von der eigentlichen Verantwortung, irgendetwas zu fordern, aber der Richter, der dann die Entscheidung trifft, der Gutachter, der maßgeblich dazu beiträgt, aber auch ein Justizministerium, das eben maßgeblich Gesetze erarbeitet, stellt sich diese Frage dann natürlich schon. Und also das treibt im Grunde ein Justizministerium auch um. Und es ist eben so gewesen, dass viele Menschen über die Sicherungsverwahrung die letzten Jahre viel geredet haben, aber die eigentlichen, die es umsetzen müssen, das ist der Justizvollzug. Und über den redet eigentlich keiner. Es wird erwartet, dass dort Wunder passieren. Hochgestörte Menschen, die seit teilweise 20, 30 Jahren inhaftiert sind, die also wirklich zu den kompliziertesten Menschen zählen, die wir im Justizvollzug beherbergen, die sollen jetzt mal so eben gesund gemacht werden. Das müssen Sie sich so vorstellen wie eine Waschstraße. Man geht mit einer Störung rein, wird dann einmal durchgeschrubbt und nach der kurzen Zeit kommt man wieder gesund raus. Und das soll dann funktionieren und alle sind zufrieden. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, dass diese Menschen ihnen teilweise im Alltag den Verstand rauben, dass sie unheimlich schwierig sind im persönlichen Umgang. Und das sind Menschen, Verzugsbedienstete, die das jetzt im Grunde stemmen müssen in der Umsetzung der Entscheidung des Verfassungsgerichts. Das sind aber auch keine Zauberer. Die können ganz viel und haben ganz viel Know-how an Behandlungsmöglichkeiten, an Programmen, bilden sich auch immer weiter fort. Aber gleichwohl muss man, glaube ich, auch ein Stück weg einsehen, dass es Störungen gibt bei Menschen, die nicht oder nur unzureichend behandelt werden können. Deswegen wird es in der Tat auch mit den ganzen vielen schönen, bunten neuen Gesetzen gleichwohl auch zukünftig Menschen geben, die wir auch mit all diesen Möglichkeiten nicht erreichen können. Behandlung ist zu einem großen Teil davon abhängig, dass die Menschen sich verändern wollen, dass sie sich behandeln lassen wollen. Es ist ja nicht so, dass jemand kommt und dann wie so ein Elektriker irgendetwas reparieren kann von außen, wenn diese Einstellung bei diesen Menschen nicht da ist. Sie müssen die Leute motivieren. Und das ist jetzt gerade in der Übergangszeit besonders schwierig, weil diese Menschen seit 20 Jahren mehr oder weniger verwahrt wurden, was mit Sicherheit nicht richtig war. Deswegen
sind auch wir dankbar, dass dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gekommen ist. Denn nur über dieses Urteil und die nachfolgende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts konnte sich auch Politik leisten, weil sie es musste, Geld in die Hand zu nehmen für eine Gruppe von Personen, die jedenfalls in der Gesellschaft nicht zu den Sympathieträgern sind. Und das ist eine ganze Menge Geld, die da jetzt in den Ländern in die Hand genommen wurde. Wie gesagt, hier fast in Sichtweite von Ihnen sind 12,5 Millionen ausgegeben worden auf den Steuermitteln, die wir alle zahlen, für die Neuerrichtung eines Gebäudes. Ich glaube, das Gebäude ist ganz gut gelungen. Ich muss sagen, Behandlungsleiterin sitzt auf ihrem Publikum, habe auch schon den Seelsorger aus Rostock gesehen, alles interessierte Justizvollzugsbedienstete, die für die Umsetzung auch eben die Garanten sind. Aber wie gesagt, 12,5 Millionen macht man nicht mal so einfach locker, wenn parallel Studiengebühren abgeschafft werden sollen für die Studenten oder dergleichen mehr. Also dann wird einfach abgewogen, für wen ist das Geld. Wir haben jetzt schicke neue Gesetze, da ist wirklich ganz viel verändert worden. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass sich in der Haltung gegenüber den Sicherungsverwahrten selbst etwas verändert. Es gibt dazu eine niedliche Geschichte, die ich gerne erzähle. Wir haben uns, als wir die Sicherungsverwahrung neu ausrichten wollten, haben uns im Ausland umgeguckt. Was machen eigentlich andere Nationen, wo die Menschen lange verwahren müssen? Da gibt es sogenannte Long-Stay-Einrichtungen, auch in Holland. Und da war ein Bediensteter, der hat eben berichtet vom Umgang mit den dort Inhaftierten und hatte so berichtet, dass ein Inhaftierter gerne ein Pferd wollte. Und wenn Sie schon mal in einer JVA waren, können Sie sich das jetzt vielleicht vorstellen, ein Sicherungsverwahrter oder ein Gefangener kommt zu einem Verzugsbediensteten und sagt, ich möchte gerne ein Pferd haben. Dann wird ihm vermutlich dann noch 2013 eine einzeltherapeutische Betreuung angeboten, um dieses Problem aufzuarbeiten. Aber in Holland war das auch interessant, sie haben sich zu dritt hingesetzt und haben sich Zeit genommen und haben mit Vollzugsabteilungsleitung, Therapeuten und eben anderen Personal gefragt, ja, was willst du denn? Ja, ich will mich um etwas kümmern. Ja, das ist schön, das finden wir gut. Hast du denn Vorstellung, wie du das Pferd bezahlen kannst? Nee, Geld habe ich eigentlich keins. Ja, das ist ja schwierig, aber vielleicht kommen wir weiter. Wie ist das, wenn das Pferd krank wird und Futter braucht? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Und wo soll es hin? Ja, dort hinten soll das Pferd hin. Ja, aber da ist doch der Gemüseanbau der anderen Inhaftierten. Ja, da muss ich mich mit denen einigen, aber das wird wohl nicht klappen. Also nach einer langen Diskussion hat man sich dann auf ein Kaninchen verständigt. Alle waren glücklich. Ich erzähle das gerne, weil es darum geht, Bedürfnisse von Menschen herauszubekommen. Und darum geht es. Wir hätten auch mit den alten Gesetzen, die wir hatten, all das machen können. Also es ist nicht immer nur das Gesetz, was etwas verändert, sondern es ist im Wesentlichen die Haltung der Menschen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt in den Ländern, dass also diese Haltung, wie ich sie da im Longstay-Vollzug in Holland erlebt habe, dass das eben auch dieser Funke auf alle Bediensteten überspringt. Ich bin da guter Dinge, dann wird sich wirklich etwas verändern. Ansonsten helfen nämlich auch Gesetze nichts. Herzlichen Dank auch für dieses Eingangsstatement. Ich möchte vielleicht die Fragerunde hier vorne nun beginnen mit der Überlegung, entspricht denn die Veränderung der gefühlten Sicherheitslage, entspricht dem denn auch eine Veränderung der objektiven Sicherheitslage oder ist es ein Medienphänomen, das sozusagen zu einer veränderten Sensibilität, zu einer wesentlich gesteigerten Sensibilität geführt hat? Vielleicht wollen Sie, Herr Kollege Dessecker, dazu etwas sagen. Also wie ist denn die allgemeine Sicherheitslage eigentlich objektiv einzuschätzen? Empirie schadet uns nicht. Und wie haben sich denn die Zahlen der Sicherungsverwahrten entwickelt? Die allgemeine Sicherheitslage ist natürlich ziemlich weit entfernt von dem Problem Sicherungsverwahrung. Muss ich schon als Entgegnung sagen. Die allgemeine Sicherheitslage betrifft im Grunde die Furcht von uns allen, Opfer beliebiger Straftaten zu werden. Wenn ich zurückdenke, welche Straftat ich zuletzt erlitten
habe, dann war das ziemlich harmlos. Jemand hat meinen Koffer aufgebrochen und das Schloss war kaputt, aber es war nicht geklaut. Das ist ärgerlich, aber das ist keine besonders heftige Straftat. Und ich hoffe, ich lasse mich nicht beeinflussen nun in meiner Vorstellung, wie sich die Sicherheitslage allgemein entwickelt hat. Wenn sich die Leute Gedanken machen über ihr Empfinden, ob sie sicher sind vor Straftaten, dann gibt es ja sehr verschiedene Ebenen. Wir sind recht schnell bei der Ebene verschiedener Medien, die schon mal am Anfang zitiert wurden. Also vielleicht sind die Filme, die die Leute am Sonntagabend im Fernsehen sehen, oder am Freitagabend, oder an anderen Abenden, viel wichtiger dafür als persönliche Erfahrungen. Ja? Als ob das nun persönliche Erfahrungen sind, die sie selbst erlitten haben, oder solche, die Menschen erlitten haben, die sie kennen. Deswegen will ich eigentlich ein bisschen von diesem Allgemeinen weg und etwas näher ran an unser Thema Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung betrifft ja so wenige Leute, dass eigentlich die Frage, sperrt man nun 400 ein oder sperrt man 500 ein, für die allgemeine Sicherheitslage relativ wenig gesagt, natürlich in der Wahrnehmung. Ja? Es geht um Leute, die haben schwere Straftaten begangen, und es geht um Leute, bei denen erwartet man, dass sie weiterhin schwere Straftaten begehen werden. Wenn Sie das vergleichen, aber diese 400 bis 500 Leute, und in letzter Zeit sind die Zahlen durchaus etwas runtergegangen, ja? Und das liegt natürlich an der Rechtsprechung aus Straßburg und aus Karlsruhe. Aber wir wissen nicht so genau, ob das so bleiben wird. Es ist schwierig, immer zu prognostizieren, wie sich solche Sanktionen entwickeln. Es könnte sein, dass die Gerichte irgendwann auf den Geschmack kommen in nächster Zeit und dass dann die Sicherungsverwahrung wieder häufiger verhängt wird. Diese 400 oder 500 Leute spielen, wenn Sie das vergleichen mit dem gesamten Strafvollzug, eine relativ geringe Rolle. Es ist ein kleiner Prozentsatz. Und vielleicht höre ich jetzt an dieser Stelle mal auf, weil schon andere Leute was sagen wollen. Ich könnte kurz noch was zu den Zahlen ergänzen, was vielleicht für die Diskussion noch ganz wichtig ist. Aus einer länderinternen Erhebung wissen wir, dass in den letzten 2 Jahren über 150 Personen aus dem Verzug der Sicherungsverwahrung entlassen wurden. Das ist eine sehr hohe Zahl, weil wenn Sie zurzeit haben wir etwa 460 Sicherungsverwahrte bundesweit, allein also im letzten Jahr haben wir 1/5 des Gesamtbestandes aller Sicherungsverwahrten entlassen. Das waren teilweise Folgen der Gesetzgebung des Bundes, wo insbesondere bis Mitte 2011 Personen entlassen werden mussten, die wegen zum Beispiel Diebstählen oder Betrügereien saßen. Diese Personen gibt es nicht mehr im Vollzug der Sicherungsverwahrung, sondern nur noch Gewalt- oder Sexualstraftäter. Aber es waren dann eben auch die unmittelbaren Folgen der Straßburger Entscheidung, die durch die Republik sehr unterschiedliche Reaktionen bei den Gerichten ausgelöst hat. Und es waren dann die unmittelbaren Folgen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit seiner Übergangsentscheidung, sodass wir in den letzten Jahren wirklich enorm hohe Entlassungen hatten. Und das bei Personen, die im Wesentlichen darauf nur ja, sehr kurz vorbereitet werden konnten. Zum Glück, muss man sagen, also habe ich wenig von Rückfällen gehört, von schwerwiegenden Rückfällen, was aber natürlich auch Fragen aufwirft, wenn man 1/5 der Gesamt, quasi Bevölkerung aus diesem Bereich entlassen kann, ohne dass es zu schweren Straftaten kommt. Auch das, wie gesagt, kann man sicherlich dann hinterfragen. Vielen Dank. Vielleicht darf ich einerseits an Herrn Buckhardt und dann auch an Herrn Rechtsanwalt Schröer die Folgefragen richten. Wenn es denn um Straftäter geht, die Kapitalverbrechen begangen haben, Herr Schröer, und bei denen angenommen wird, dass sie weiter gefährlich sind, ist es nicht ein legitimes Anliegen der Bevölkerung, dass solche Straftäter auch in besonderer Weise kontrolliert werden und dass sie dann sozusagen auch so lange inhaftiert bleiben, notfalls eben auch für immer. Und widerspricht das nicht eigentlich der Hypothese, es sei ein Sonderopfer? Das sind ja
Kapitalverbrecher gewesen und Sie haben ja eine Ursache gesetzt. Oder, ich darf Herrn Burkhardt gleich mit einschließen, oder müssten wir vielleicht die Eingangsvoraussetzungen noch erweitern und noch weitere unterbringen? Die Zahlen sind ja sehr begrenzt. Es gibt aber sozusagen noch eine ganze Reihe von weiteren Straftaten. Wie würden Sie das einschätzen? Vielleicht erst Herrn Rechtsanwalt Schröder. Also ich will nicht verhehlen und ich kann auch sagen, dass ich solche Leute kenne. Das sind ganz wenige, das ist auch unter den Sicherungsverwahrten in Deutschland welche gibt, die tatsächlich besser nicht mehr rauskommen. Das ist tatsächlich so, das weiß ich auch. Und das ist allerdings sehr, sehr schwer, die richtigen rauszufiltern. Das ist das große Problem, was wahrscheinlich Herr Müller nochmal ansprechen wird, dass wir eben alle nur sehr schwer sagen können, was tatsächlich von jemandem noch zu erwarten ist. Es gibt natürlich Fälle, man kann aber ja leider immer nur in der Vergangenheit gucken, um eine Prognoseentscheidung zu machen. Ja, standardisierte Verfahren, zum Beispiel ein HCR, Zwangs und so weiter. Aber das sind alles Verfahren, da wird auf Historisches geguckt, da wird auf die klinischen Faktoren geguckt und auch das, was an möglichen Prognosemitteln da ist. Aber das ist eben immer nur Vergangenheit, die man anschauen kann. Und natürlich ist es so, dass jeder, der inhaftiert ist, ob das nun ein Sicherungsverwahrter ist oder ein anderer Strafverfahren, das Erste, was der sagt, der ist unschuldig und das Zweite, was er sagt, beim Sicherungsverwahrten stimmt das übrigens, der ist wirklich unschuldig, der sitzt ja unschuldig da. Die Schuld hat er ja schon verbüßt. Das muss man sich mal klar machen. Das ist die Straftat, das ist ja nur die Anknüpfung für die Unterbringer. Aber das Problem ist, natürlich schwören die alle Stein und Bein, dass sie nichts mehr machen werden. Aber es ist eben sehr, sehr schwer rauszufiltern, ob jemand in einer bestimmten Lebenssituation wieder gefährlich sein wird für die Allgemeinheit. Und damit meine ich jetzt in der Tat schwere Straftaten, wie das Verfassungsgericht das ja auch sieht. Damit ist nicht Betrug oder Diebstahl gemeint. Ich habe also in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre noch genügend Sicherungsverwahrte gehabt, die wegen Betrügereien saßen. Allerdings, die saßen dann immer tatsächlich nur 10 Jahre und dann sind die entlassen worden. Also darum ging es dann nicht. Aber das gab es tatsächlich auch und das gibt es jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Es gibt aber natürlich eine Berechtigung für die Sicherungsverwahrung. Ich habe nie bestritten, dass die Sicherungsverwahrung in Einzelfällen berechtigt ist. Das Problem ist nur, man hat... Ich hoffe, das ändert sich durch die neue Rechtslage, die ja gerade schon angesprochen wurde. Man hat bisher tatsächlich das so gemacht, dass Leute, wenn sie eine 10-jährige Freiheitsstrafe und anschließend eine Sicherungsverwahrung hatte, dann hat man sich erst mal 15 Jahre um die überhaupt nicht gekümmert und dann hat man am Ende mal geguckt, ob man die vielleicht zweimal ausführen kann im Jahr und das war es so ungefähr. Ja. Und das geht so nicht, sondern Sicherungsverwahrung ist, das ist nun mal der rechtliche Begriff, ich weiß, das sind wir auch nicht gern hören, ist ein Sonderopfer des Verwahrten, das er für die Allgemeinheit bringen muss, das verlangt man ihm ab. Zu Recht vielleicht auch, weil er ja auch eine Anknüpfungstatsache dafür geliefert hat. Aber man muss dann als Gesellschaft auch hergehen und versuchen, demjenigen Wege zu bereiten, dass er wieder zurück kann. Das, denke ich, ist zumindest aus der Rechtsprechung des EGMR und auch aus dem Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu ersehen. Und so ein bisschen spiegelt sich das in der neuen Rechtslage wieder. Wie es natürlich jetzt praktisch aussieht, das kann auch keiner sagen, wir haben noch keine Entscheidung. Das wird natürlich jetzt in der nächsten Zeit kommen, dass man da die eine oder andere Entscheidung bekommt und das wird natürlich auch, wie es immer in der Republik ist, sehr unterschiedlich sein, so wie die lebenslange Freiheitsstrafe in Bayern tatsächlich deutlich länger dauert, beispielsweise als sonst wo in Deutschland. Das ist halt sehr unterschiedlich auch in der Rechtsprechung. Das wird man abwarten müssen. Herr Burkhardt, ist nicht eine bessere therapeutische Behandlung der Straftat oder der Sicherungsverwahrte, liegt die nicht auch im besonderen Interesse der Allgemeinheit, weil damit ja die Chance erhöht, dass die betreffenden Menschen potenziell, wenn sie dann wieder rauskommen sollten, nicht mehr in dieser Weise oder vielleicht gar nicht mehr straffällig werden. Wie sehen Sie eigentlich die aktuelle Situation und da gibt es aus Sicht des Weißen Ringes Änderungsbedarf, in praktischer oder eben auch in rechtlicher Hinsicht? Ja, ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen zu der Frage, wie das ist mit dem Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Wird das beeinträchtigt, wenn jetzt von diesen etwa 470 Sicherungsverwahrten ein paar auf die Straße kommen, würde ich mal sagen, rückfällig werden auch ein paar tausend andere. Insoweit ist das ein bisschen relativ. Und man darf eins nicht vergessen, das ist ein sehr brisantes Thema, dass der Spagat zwischen subjektivem Sicherheitsgefühl und objektiver Sicherheitslage, das muss man einfach in diesem Zusammenhang ansprechen. Und dabei spielen, das nehme ich mal jetzt vorweg, die Medien und die veröffentlichte Meinung eine ganz entscheidende Rolle. Wenn Sie hier männlich sind, zwischen 25 und 30, haben Sie das größte Risiko, Opfer eines Straßenraubs oder einer Körperverletzung zu werden.
Sie haben aber, da bin ich überzeugt davon, in der Masse keine Angst davor. Angst haben 80-Jährige, die in einer verschwindenden Zahl Opfer von Raubüberfällen auf der Straße werden. Das heißt, das, was die Medien bringen, und das gefällt uns auch als Weißer Ring nicht immer, ich kann eine Unzahl von Interviewanfragen aufführen, wo schon in der Fragestellung dort ist, also Herr Burkhardt, wenn wir Sie anrufen, dann möchten wir ja mal eine kernige Aussage, dass Deutschland unsicher ist und hinter jeder Ecke der Sexualtäter oder Gewalttäter hat. Das kann ich nicht, es ist nämlich nicht so. Gleichwohl, und da kommen wir gleich zu der Frage, muss der Katalog denn so ein bisschen verändert werden? Wohl darf man nicht verhehlen, dass wir in einer Zeit leben im Moment, wo sehr, sehr starke Anstiege zum Beispiel beim Wohnungsarmut stattfinden. Wer käme denn darauf, dass das Unsicherheit erzeugt? Wir haben Menschen beim Weißen Ring, die betreten ihre Wohnungen nicht mehr und wir müssen die den Umzug finanzieren, weil sie traumatisiert sind. Hat früher nie einer daran gedacht. Ist das jetzt Grund, zum Beispiel den Katalog für Sicherungsverwahrung, also für einen Serieneinbrecher, der immer wieder rückfällig wird, zu erweitern? Der Weiße Ring würde jetzt spontan sagen, ja, klar. Dann haben wir aber ein Problem. Dann haben wir nicht 470 Sicherungsverwahrte, dann haben wir ein paar tausend Sicherungsverwahrte. Denn Serieneinbrecher, die nicht aufhören, erfahrungsgemäß auch nicht aufhören, gibt es unglaublich viele in Deutschland. Das bringt also nichts. Also ich setze in der Tat die Hoffnung, und jetzt verbande ich die Flanke Volley ins Tor der forensischen Psychiatrie. In der Tat erwarten natürlich aus Sicht des Opfers. Müller, ich möchte dann also zukünftig von Ihnen hundertprozentig und möchte auch von Ihren Kollegen der forensischen Psychiatrie unterschrieben haben, ja oder nein. Es klappt mich gleich tot über diesen Witz, weil wir alle, die hier sitzen, wissen, dass das nicht möglich sein wird. Was wir uns als Weißerin wünschen, ist einfach eine verstärkte Einbeziehung der Opfer. Und da erwähne ich jetzt einfach mal eine Forderung, die wir in den Raum gestellt haben. Opfer von bestimmten Straftaten sollten irgendwie eingebunden werden, irgendwie, weil ich selbst noch nicht weiß, wie das sagt, die eingebunden werden in eine Information, wer wann rauskommt. Noch nicht mal wohin, aber wer kommt wann raus, das würde für die Opfer eine gewisse Sicherheit bedeuten, denn wenn sie ihm plötzlich auf der Straße gegenüberstehen, dann fängt das Trauma von vorne an. Bevor Sicherungsverwahrte rauskommen, so müssen sie zunächst einmal möglichst therapiert werden und man müsste eine gute Dose abgeben können, Herr Kollege Müller. Wir sprechen von den wunderbaren Therapieprogrammen, die wir uns vorstellen. Was davon ist eigentlich realistisch? Und gibt es nicht auch einen Anteil an Personen, die man auch bei bestem Einsatz aller Möglichkeiten als hoffnungslose Fälle betrachten muss? Was ist eigentlich mit dieser Klientel? Sie kennen alle Camus, den Mythos von Sisyphus in der Beschreibung Albert Camus, und dort wird die Tragik beschrieben, der Held der Absurdität, also immer sozusagen das Leben zu betreiben, jetzt auf unsere hoffnungslosen Fälle übertragen, das absurde Leben dann, das absehbar eben in der Unterbringung endet, trotzdem leben zu können, ist das nicht etwas nur für Helden und nicht für den Otto Normalverbraucher eigentlich unwürdig und nicht tragbar? Und ich darf noch eine dritte Frage gleich anschließen. Nachdem Sie bisher noch nicht in dieser Runde zu Wort gekommen sind, ist natürlich die Frage der schwierigen Voraussehbarkeit, Prognostizierbarkeit von solchen Personen. Was kann eigentlich die forensische Psychiatrie leisten und wo sind die Erwartungen vielleicht auch überzogen? Ja, also jetzt habe ich ein ganzes Paket und zuerst muss ich mal ganz viele falsche Vorstellungen auch hier am Podiumstisch ausrollen. Erstens, ich glaube, momentan ist für Sommerpause beim Fußball, das ist momentan alles erledigt. Zweitens, kein forensischer Psychiater, kein Sachverständiger sagt, hat die Frage zu beantworten, darf der raus oder nicht. Solche Sachen können Mediziner sowieso nicht.
Das ist eine rein juristische Entscheidung, so ja, nein, Mediziner können das nicht. Maßen sich auch nicht an. Deswegen ist die Frage da oben auch doppelt falsch formuliert. Wie kann ein guthaftender Arzt beurteilen, ob eine Person wieder freigelassen werden kann? Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir lassen jemanden frei und wir maßen uns das auch nicht an. Das sind rein juristische Fragen. Der forensische Psychiater hat eine ganz andere Aufgabe. Bei uns geht es um, ja, noch das vierte, das liegt mir am meisten am Herzen, was schon wieder eine falsche Vorstellung ist. Gefährlichkeit ist keine Krankheit. Und wenn vorhin erzählt wurde, da kommt ein gefährlicher Sicherungsverwalter durch irgendwelche Bürsten einer Waschanlage und kommt hinterher gesund wieder raus, dann ist das ein falsches Verständnis. Der war, hat vielleicht einen Schnupfen gehabt, aber das hängt nicht mit der Gefährlichkeit zusammen. Und Gefährlichkeit an sich ist keine psychische Störung. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht es anders sieht, es ist nicht, es erfüllt nicht die Kriterien einer psychischen Störung. Und es hat mit denen, was psychiatrische Nomenklatur, Nosologie zu tun hat, hat es gar nichts zu tun. Was macht jetzt ein forensischer Psychiater? Nun, zunächst ist es schon mal ganz wichtig zu prüfen, hat jemand wirklich eine Störung. Es gibt natürlich auch Störungen und es gibt natürlich auch psychische Zustandsbilder, die mit gesteigerter Gefährlichkeit verbunden sind. Wenn es so etwas ist und die Gefährlichkeit aufgrund dieser psychischen Störung so ausgeprägt ist, dass dadurch eine Straftat begeht, dann ist er in der Regel kein Fall für die Sicherungsverwahrung, sondern für die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, also in einer Maßregel. Dort wird er behandelt, solange bis die Gefährlichkeit vorbei ist oder abgeklungen ist, die auf diese Störung zurückgeht. Er wird resozialisiert und das klappt eigentlich sehr wunderbar. Problematischer ist es in der Sicherungsverwahrung, wo diese Gefährlichkeit eben nicht aufgrund einer psychischen Störung zurückzuführen ist. Es gibt gefährliche Leute, die gab es schon immer und die wird es immer geben. Und wenn jetzt jemand in der Unterbringung ist und man beurteilt die Gefährlichkeit, dann hat sich in den letzten 20 Jahren ganz, ganz viel entwickelt. In den 90er Jahren, wenn Sie da wieder dieses Lehrbuch der Psychiatrie konsultieren, da haben Sie vielleicht eine Zeile zur Gefährlichkeitsprognose drin, da hat sich sehr, sehr viel getan. Es geht jetzt nicht darum, dass der Gutachter sein eigenes Vorurteil, seine Einschätzung, seine Gegenübertragung der freien Lauf lässt und in Worte fasst, um zu sagen, der ist gefährlich, der ist nicht gefährlich. Momentan haben wir ganz andere Vorgehen. Wir prüfen oder wollen beurteilen, welcher Proband mit welcher, wenn vorhandenen Störung, in welchen Risikosituationen, mit welchem Delikt und welcher Wahrscheinlichkeit rückfällig werden kann und was man dagegen tun kann. Also es geht um ein ganz differenziertes Risikomanagement. Wir müssen also wissen, unter welchen Bedingungen wird er gefährlich. Die wenigsten sind per se gefährlich, rund um die Uhr, 24 Stunden lang, das sind die wenigsten. Die meisten haben irgendwelche bestimmten Risikoszenarien, die dann dazu führen, dass sie gefährlich werden. Bei manchen ist es Alkohol- oder Drogenkonsum. Bei manchen weiß man, es ist eine Überforderungssituation. Bei anderen sind es Partnerkonflikte und so weiter, das lässt sich ewigkeit fortsetzen. Was es im Einzelnen ist, gilt es dann zu beurteilen und herauszuarbeiten. Und dann geht es darum zu schauen, wie kann man diese Risikofaktoren beeinflussen. Wie kann man diese Gefährdungssituationen managen. Wenn ich weiß, dass jemand, der gefährlich ist, nach einer Entlassung am fünften Tag anfängt Alkohol zu trinken, am sechsten Tag einen Vollrausch hat, nach der zweiten Woche rund um die Uhr betrunken ist und dann wirklich gefährlich ist, dann kann ich eigentlich verantworten, ihn eine Stunde in die Stadt zu führen. Da wird nichts passieren. Der wird dann gefährlich, wenn er in so einen Circulus Viciosus gerät, den er dann nicht mehr kontrollieren kann. Und die Aufgabe der Therapieeinheiten in der Sicherungsverwahrung wäre es dann, das machen die in der psychiatrischen Maßregelvollzug schon lange, Maßnahmen zu ergreifen, dass dieses Delikt, dieses Risikoszenario nicht greift, dass diese Delinquenzspirale nicht greift, diese Abwärtsspirale nicht greift, sondern einen strukturierten Rahmen zu schaffen, in dem der funktionieren leben kann, ohne gefährlich zu werden. Das ist das, was ein forensischer Sachverständiger macht. Er schätzt diese Risikosituationen ein, er beurteilt die von dem Probanden ausgehende Gefährlichkeit, beurteilt Risikosituationen, Gefährdungssituationen
und berät idealerweise, was man dagegen tun kann. Das war zumindest der Vorschlag, den wir, als das Verfassungsgericht 2 Jahre Zeit gegeben hat, das Gesetz zu reformieren, vorgeschlagen haben. Bislang wurden, glaube ich, nur die 10 Größen festgelegt und die Einrichtungen gemacht. Von den Therapiekonzepten weiß ich zumindest nicht, dass da irgendjemand als Berater oder dass es da interdisziplinäre Gruppen gegeben hätte, die dazu beigetragen haben. Vielen Dank, Herr Grote. Ich war bald schon zu Ihnen rübergeflogen, unmerklich. Wie schaut denn der Vollzug eigentlich aus? Wie ist er angedacht? Zellengröße ist ein Stichwort, aber sicher nicht unbedingt das Wichtigste. Manche haben in der allgemeinen Bevölkerung auch so ein bisschen den Eindruck, hier werde sowas wie ein Luxusknast geschaffen. Und man stellt sich schon vor, dass die vielleicht im Alter ihr eigenes Leben nicht mehr finanzieren können, freiwillig sich melden, weil es vielleicht in der Sicherungsverwahrung besser, die Versorgung besser sein könnte, als auf eigene Faust rauszuleben. Ist das eine berechtigte Sorge? Was haben wir uns da eigentlich konkret vorzustellen? Ja, also dass sich einer meldet und freiwillig kommen würde, das wäre dann ja noch der positive Fall. Wir haben zurzeit regelmäßig schriftliche Eingaben von besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Das haben wir im Grunde schon die letzten 2 Jahre. Letzte habe ich noch in Erinnerung an die Ministerin gerichtet, einen Altenheimbewohner, der höflich angefragt hat, welche Straftat er denn jetzt begehen müsse, damit er genauso luxuriös untergebracht wird wie die Sicherungsverwahrten seit dem 1.6. in der JVA Rostock. Könnte ich mir vorstellen, wenn Sie im Studentenwohnheim wohnen, wäre das vielleicht auch noch eine interessante Fragestellung. Das Schlimme ist ja, dass diese Eingaben, die wir bekommen, durchaus ernst gemeint sind. Das ist Volkes Stimme und das sind nicht nur einige wenige Spinner, sondern das sind große Teile unserer Gesellschaft. Und die Diskussion, die wir im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens auch häufig mit den politisch Verantwortlichen in den Ausschüssen geführt haben, waren, wir müssten da positiv etwas ändern für die Sicherungsverwahrten und dann aber sehr schnell auch von der Politik immer die Frage kommt, wie erklären wir das eigentlich der Bevölkerung? Also die Angst war im Grunde fast größer, übers Ziel hinauszuschießen, als das Richtige zu machen. Und das erklärt sich eben auch aus dieser medialen Berichterstattung. Und ich will noch mal eine Sache in Erinnerung bringen, die das Bundesverfassungsgericht eigentlich mal geprägt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat lange Zeit vom sogenannten hoffnungslos Verwahrten gesprochen. Das waren eben die Menschen, die ich jetzt als Long-Stay-Insassen bezeichnen würde. Diesen hoffnungslos Verwahrten gibt es in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts seit 2011 offensichtlich nicht mehr. Gleichwohl sind diese Menschen nach wie vor da. Und diese Menschen, die lange da sind, haben eben ein Anrecht, berechtigte Interessen. Und das meint eben auch solche Sachen wie Größe des Unterkunftsbereiches. In Niedersachsen wird der Unterkunftsbereich für einen Sicherungsverwahrten 20 Quadratmeter plus 3 Quadratmeter Nasszelle einschließlich Dusche sein. Der Unterschied, wenn Sie jetzt sagen, okay, meine Studentenbude ist vielleicht 8 Quadratmeter groß und hat der es gut. Der Unterschied ist aber, dass dort um 22 Uhr die Tür zugeht und morgens um 6 aufgeht und sie eben sehr begrenzt sind und doch vielfach fremdbestimmt. Also wenn Sie die Chance haben, sich das in einer Justizvollzugsanstalt mal anzugucken, ich glaube, das räumt sehr schnell auch gewisse Bilder auf. Das ist eben doch eine Fremdbestimmtheit. Und dann muss man eben versuchen, durch räumliche Dinge einfach mehr Freiräume zu schaffen. Die Sicherungsverwahrten werden, und das unterscheidet sie stark vom Strafvollzug, werden den gesamten Tag über Bewegungsfreiheit haben. Das heißt, sie können sich Wohngruppen übergreifend über mehrere Etagen und auch in einen jederzeit frei zugänglichen Außenbereich frei im Haus bewegen. Strafgefangene sind in der Regel auf eine Station begrenzt. Das heißt, sie haben ihren Flur und kommen einen Tag am Tag, die sogenannte Freistunde, raus an die frische Luft.
Die Sicherungsverwahrer könnten also morgens um 6 Uhr aufstehen, wenn sie denn aufstehen wollen, denn dazu sind sie jetzt auch nicht mehr verpflichtet. Und wenn sie dann mal aufgestanden sind, also ein bisschen wie Studenten auch, dann können sie im Grunde rausgehen und können den ganzen Tag draußen verbringen oder sie können zur Arbeit gehen. Sie müssen nicht mehr arbeiten, die Arbeitspflicht ist entfallen, die Arbeitsvergütung ist angehoben worden, das Taschengeld ist höher geworden. Aber es gibt, wie gesagt, keinen klar strukturierten Tagesablauf mehr. Das heißt, sie sind selbstbestimmt. Sie müssen selbst über ihren Tag die Verantwortung übernehmen, wie wir das eben auch alle machen müssen. Aber es gibt, wie gesagt, große Veränderungen im Vollzug und daneben, das wurde ja auch schon angesprochen, ich kann das jetzt nicht für alle Länder beantworten, aber in Niedersachsen haben wir eine große Arbeitsgruppe auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Maßregelvollzug zum Landeskrankenhaus Moringen gemacht. Wir haben sogar Personal aus dem Maßregelvollzug inzwischen bei uns in der Einrichtung, die also die Erfahrung auch noch mitbringt, sodass wir schon hoffen, dass wir auch neue behandlerische Impulse bekommen. Aber wie gesagt, bisher waren die Erfahrungen der Vergangenheit, dass wir etwa ein Drittel der Sicherungsverwahrten mit Behandlungsmaßnahmen erreichen konnten. Wenn wir das zukünftig steigern können, wäre das gut. Vielleicht eine letzte Bemerkung. Möglicherweise spielt das alles aber nur eine untergeordnete Rolle. Denn das, was gemeinhin übersehen wird, ist, dass schon im Vollzug der vorgelagerten Freiheitsstrafe auch nach den gesetzlichen Regelungen des Bundes und der Länder schon dort im Grunde alle Behandlungsmaßnahmen unternommen werden müssen. Und im Schnitt sind unsere Sicherungsverwahrten schon etwa 7 Jahre im Vollzug der Freiheitsstrafe. Und in diesen 7 Jahren muss die Behandlungsmusik eigentlich spielen. Und die dann zukünftig noch im Vollzug der Sicherungsverwahrung ankommen, sind die, wo man sich schon 7 Jahre abgearbeitet hat. Das heißt, da wird es noch sehr viel schwieriger sein, überhaupt noch Ansätze zu finden. Wir arbeiten ja immer mit typologischen Bildern. Sie haben jetzt den Typus des studentischen Langschläfers erwähnt. Wir haben natürlich auch den Typus vor Augen, ganz gleich, wie oft das real ist, dass es eben auch die wirklich hoffnungslosen Fälle gibt. Und die Frage stellt sich, was soll damit geschehen? In dem berühmten Marburger Programm vor mehr als 100 Jahren von Franz von Liszt, also bei der Frage, wie sollen wir eigentlich mit Tätern umgehen, haben Sie ja mehrere Typologien sozusagen. Und der Besserungsbedürftige und Besserungsfähige, ja, der soll natürlich einer Maßnahme unterzogen werden, sodass wir ihn dann wieder fit machen für die Gesellschaft. Aber was sollen wir mit dem zwar Besserungsbedürftigen, aber nicht Besserungsfähigen machen? Bei Franz von Liszt heißt es dann ziemlich apodiktisch unschädlich machen. Was immer man sich dann im Einzelnen darunter vorstellen kann. Also das ist doch die Kategorie der besonders problematischen Klientel. Und da stellt sich die Frage, was können wir dann bei allem Einsatz jetzt von Therapiemaßnahmen, wir alle haben schon den Eindruck oder die Frage, haben wir überhaupt das Geld dafür, um das alles eigentlich zu finanzieren? Aber selbst wenn das alles nun mal möglich sein sollte, was machen wir damit? Und was müssten wir eigentlich machen, um das Abstandsgebot dann wirklich in Toto zu realisieren? Herr Desseker, Sie hatten vorhin ein bisschen moniert, dass dieses Abstandsgebot heute so noch nicht für Sie sichtbar sei. Was müsste denn alles noch hinzukommen? Vielleicht können Sie zu beiden Aspekten etwas sagen. Das Grundproblem des Abstandsgebotes ist ja, dass es ein Gebot ist, das den Vollzug der Sicherungsverwahrung oder die Sicherungsverwahrung insgesamt misst an der Strafe. Die Frage ist, käme man nicht viel weiter, wenn man eigenständige Grenzen definieren würde für eine solche Maßregel, die ja nach dem Gedanken des Kriminalrechts etwas anderes sein soll als die Strafe. Da hat man natürlich das Problem, dass die Sicherungsverwahrung schon immer etwas war, was notwendig die Strafe vorausgesetzt hat. Das war bei der psychiatrischen Unterbringung nicht so. Sicherungsverwahrung bedeutet immer im Anschluss an einen langjährigen Aufenthalt in der Strafe. Und die Frage ist in der Tat, ob das Abstandsgebot grundsätzlich der richtige Ansatz ist. Dann bin ich aber auch nicht das bessere Bundesverfassungsgericht. Und ich kann jetzt nicht die Alternative zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Ärmel schütteln, die mich ja schon ein bisschen gefreut hat.
Deswegen gehe ich mal über zu der Frage, was fangen wir denn damit an? Denn ich glaube, das ist die wichtigere Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat das ja nicht vor ein paar Jahren erfunden und vor relativ kurzer Zeit weiter ausgebaut, um sich nun im nächsten Urteil davon zu verabschieden. Denn ich fürchte, dann würde sich die Justiz ein bisschen an der Nase herumgeführt fühlen. Und auf diese Idee wird man auch in Karlsruhe nicht kommen. Also was fangen wir an mit dem Abstandsgebot, das wir so haben? Man kann aus der Sicht des Justizvollzugs, und das ist so eine Sicht, die ich gelegentlich auch mal einnehme, nicht nur Herr Grote nimmt die ein, ich sitze auch mit Herrn Grote in einer Arbeitsgruppe und wir überlegen uns, wie kann man die Sicherungsverwahrung sinnvoll erforschen, und wir machen da uns konstruktive Gedanken. Also die Gegensätze sind nicht so groß vielleicht, wie das sich manchmal anhören mag. Was kann man denn damit anfangen? Es ist sicherlich eine Frage, wie viel Geld darf das denn kosten? Ja? Also wir hatten im Vorgespräch da draußen vor dem Hörsaal das Beispiel, das Land Hessen hatte sehr weitreichende Pläne, eine neue Einrichtung zu bauen. Dann wurde irgendwann auf politischer Ebene entschieden, das wird uns jetzt aber zu teuer. Und was jetzt gebaut wird, ist ein Umbau eines Flügels in einer FA. Der ist auch nicht billig, aber er ist deutlich billiger als das, was man gebaut hätte. Die Frage der organisatorischen Abgrenzung der Sicherungsverwahrung vom Vollzug der Strafe ist natürlich etwas, was man anders hätte machen können. Ja? Also man hätte sagen können, wenn wir das Einrichtungen nennen für die Sicherungsverwahrung, dann machen wir das so ähnlich wie bei der psychiatrischen Unterbringung, wo wir eben sagen, die psychiatrische Unterbringung ist etwas Eigenständiges, das gliedern wir nicht so einfach dem Strafvollzug an, sondern wir haben dafür eigene Einrichtungen der forensischen Psychiatrie. Und die sind etwas mehr therapeutisch orientiert. Vielleicht hätte man dann auch den direkteren Anschluss gehabt zu dem, was bisher schon in der forensischen Psychiatrie eingeübt worden ist, mit Personen, die sich vielleicht gar nicht so grundsätzlich unterscheiden von denen, die heute und in den letzten Jahren die Sicherungsverwahrung bekommen haben. Und insofern meine ich, Herr Müller, ist das ein bisschen typisierend, was Sie gesagt haben. Einerseits die Leute, die auch die Psychiatrie als psychisch krank bezeichnen würde, und andererseits diejenigen, bei denen Sie sagen, na, die sind nicht psychisch krank und deswegen wollen wir sie lieber nicht in der Psychiatrie haben. Es gibt ja schon Untersuchungen, die sagen, auch bei Leuten, die jahrelang in der Sicherungsverwahrung gesessen sind, findet man als Psychiater, ich bin keiner, aber andere haben das untersucht, findet man schon die eine oder andere psychische Störung. Und deswegen gibt es ja schon so einen Bereich der Beliebigkeit, in welche Einrichtung schickt man eigentlich diese Leute, die erstens schwere Straftaten begangen haben, die man zweitens als gefährlich einschätzt und bei denen man drittens Auffälligkeit findet. Ich darf das vielleicht auch zuspitzen, und Herr Kollege Müller wird sich gleich heftig zu mir setzen. Manche sagen ja, man muss eigentlich nur zu einem Psychotherapeuten gehen, um dann eine psychische Auffälligkeit entdecken zu lassen. Das ist natürlich etwas überzogen. Aber wie schätzen Sie jetzt mal wieder zum Ernst zurück, wie schätzen Sie denn die Realisierbarkeit von solchen verhaltensmodifizierenden Programmen ein, insbesondere im Hinblick auf die Klientel, von denen Sie jetzt gesagt haben, die vielleicht gar nicht so in den Bereichen, die offen der forensischen Psychiatrie ordinär gehören? Und gibt es nicht auch das Problem einer eventuellen Übertherapie, also sozusagen mehr von der gleichen Dosis, wenn das erste nicht funktioniert, und fängt dann nicht irgendwo auch der Bereich an, wo es vielleicht auch möglicherweise nicht mehr akzeptabel wird aus der Perspektive des Einzelnen? Also wie schätzen Sie das aus Ihrer Profession ein? Also eigentlich haben Sie jetzt die Frage von Herrn Desecker schon beantwortet, warum sollten sich Maßnahmen für Vollzugspatienten oder Sicherungsverwahrten unterscheiden von den Zuhörern hier?
mit der neuen DSM-5 hat ein Gutteil der Normalbevölkerung eine psychische Störung attestiert bekommen. Es hängt immer davon ab, welches Klassifikationsmanual man nimmt und welchen Schweregrad, welche Erheblichkeit von einer psychischen Störung erwartet, gefordert wird, damit sie irgendetwas begründet. Psychische Diagnosen sind ja kein Selbstzweck, sondern sie begründen entweder einen Anspruch auf Therapie oder einen Anspruch auf Leistungen nach Sozialrecht oder auch eine Maßnahme gegen sie, nämlich dann, wenn sie gefährlich werden. Und wenn wir jetzt die Sicherungsverwahrten nehmen, dann unterscheiden die sich auch nicht von den Häftlingen. Wenn wir das DSM-4 nimmt oder DSM-5 nimmt, es gibt da die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die ist dann erfüllt, wenn Sie mehrere Straftaten begangen haben, betrügen, lügen, dann müssen Sie nicht besonders gestört sein. Allein die wiederkehrende Kriminalität reicht, um diese Diagnose zu erfüllen. Kein Wunder, dass diese in der Sicherungsverwahrung ganz viel diese Diagnose haben. Ich wollte noch ganz allgemein was zur Therapie sagen im Maßregelvollzug und will es gar nicht so sehr unterscheiden zwischen Sicherungsverwahrten und psychiatrischem Maßregelvollzug. Wir haben Patienten, die sind zu behandeln. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Behandlungskonzepte wirken. Diese Behandlungskonzepte sind aber nicht evaluiert und schon gar nicht an den Maßregelvollzugspatienten, weil das wäre Forschungen untergebracht und das ist verboten. Deswegen nutzen wir Erkenntnisse, Erfahrungen, die wir aus der Allgemeinpsychiatrie entlehnen, wenden sie auch Probanden an, bei denen ganz andere Störungsbilder vorliegen und hoffen, dass das eben auch auf die Gefährlichkeit wirkt. Untersuchen können wir das nicht. Wir bereiten in Göttingen zusammen mit Hamburg und so weiter, ich glaube inzwischen seit 5 Jahren eine Studie vor, in denen wir versuchen, eine doppelblinde, das wäre nun mal der Standard, eine Therapiestudie mit Maßregelvollzugspatienten unter Beachtung der Sicherheit durchzuziehen. Wir sind immer noch nicht durch, es wird jetzt momentan am Befahren, ob diese Studie als Präzedenzfall bewilligt wird. Ganz anders, das Bundesverfassungsgericht erwartet Therapiekonzepte, auch individualisierte Therapiekonzepte. Dies erfordert unseres Erachtens aber auch, dass wir das erforschen dürfen, dass man das erforschen muss und das bedeutet, dass man da auch verstärkt mit Forschungsevaluationsmethoden aktiv werden muss. Das ist bislang nicht geschehen. Und wenn wir bislang, wenn wir jetzt überlegen, es ist ein hochspezifisches Klientel, diese Probanden mit Sicherungsverwahrung, die galten bislang als therapeutisch unerreichbar, die sind nicht psychiatrisch krank im eigentlichen Sinne, die sind gewisserweise gestört. Für die gibt es bislang keine funktionierenden Therapiekonzepte. Die müssten entwickelt werden und evaluiert werden. Dafür fehlt momentan meines Wissens jeder Ansatz. Um nochmal zu den Kosten der Sicherungsverwahrung, der Sicherheit zu kommen. Wir sind in Deutschland sozusagen ein Billigland der Sicherung, zumindest was Maßregeln betreffen. In England haben sie einen Tagessatz in Maßregelvollzugskliniken, der ist 5-fach so hoch wie in Deutschland. In der Schweiz 3 bis 4 Mal, in den Niederlanden auch 3 bis 4 Mal. Unter diesen Bedingungen können Sie natürlich ganz anders arbeiten als in Deutschland. Herr Schröer, was erwarten Sie eigentlich künftig von der Sicherungsverwahrung zugunsten der betroffenen Klientel? Was muss aus Ihrer Sicht besonders sichergestellt sein, um von einer adäquaten Unterbringung sprechen zu können? Also der Personen, die dann eben verurteilt worden sind und eben auch die Sicherungsverwahrung dann erdulden müssen. Ja, das, was Herr Grote gerade auch schon gesagt hat, es muss früher anfangen, das ist ja jetzt auch so vorgesehen. Das heißt, diejenigen, die Sicherungsverwahrung bekommen, haben in der Regel ja vorher schon eine langjährige Haftstrafe abzusitzen. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, bisher war es halt so, dass die ihre Haftstrafe abgesessen haben, danach in die Sicherungsverwahrung gingen und dann hat man sich vielleicht mal so nach 7, 8 Jahren Sicherungsverwahrung Gedanken darüber gemacht, ob man sie mal 1, 2 Mal lockern kann, sprich eine Ausführung oder sowas macht. Das war auch so ziemlich alles. Das muss natürlich anders werden, das muss viel, viel früher angefangen werden, sowas zu lösen. Da hat natürlich Herr Müller recht, das geht nicht mit 2,50 Euro, da muss man dann schon ein bisschen mehr da reinstecken, dass man das hinkriegt. Wenn man sich aber mal überlegt, dass die Amerikaner schon aus Kostengründen darüber nachdenken, die Todesstrafe abzuschaffen, weil das einfach viel zu teuer ist, was sie da machen, dann, ja, es ist so.
dann muss man sich doch wirklich auch mal Gedanken darüber machen, ob man das nicht in diesem Bereich machen kann. Und wie es richtig heute schon mehrfach gesagt wurde, es sind ja nur ganz wenige, was ist das für ein Anteil von 400 Leuten oder 470 Leute an einer Bevölkerung, gut, die ist ein bisschen kleiner, als wir gedacht haben, nach jetzt bei der neuen Volkszählung rausgekommen, aber immerhin doch noch über 80 Millionen, das ist ein verschwindend geringer Anteil und ein Staat, der sich recht stark nennen will und der sich recht leisten will, muss auch an der Front natürlich mal das ist so. Ja, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Referenten. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir endlich auch die Fragen von Ihnen einspeisen sollten. Sie haben möglicherweise ihrerseits Nachfragen oder Kommentare. Ich möchte auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit nur darum bitten, dass Sie sich möglichst knapp und präzise ausdrücken, also bitte keine Co-Referate, sodass wir alle den weiteren, späteren Abend hier noch sitzen. Und es wäre sehr schön, wenn Sie ganz kurz Ihren Namen und gegebenenfalls, soweit Sie in irgendeinem Amt, in irgendeiner Profession tätig sind, das auch zu unserer Kenntnis geben würden. Wir sind also, das soll aber keine abschreckende Maßnahme sein. Sie alle sind herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Niemand kann sich blamieren, aber Sie alle wissen, dass es ganz unterschiedliche Statements aus dem Publikum geben darf und insofern möchte ich dann schon ein bisschen präventiv wirken. Also sagen Sie kurz Ihren Namen und eventuell kurz Ihre Amtsbezeichnung, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen können und dann bitte so knapp wie möglich Ihre Fragen oder Fragen natürlich an die Referenten oder Kommentare. Wer traut sich? Die Diskussion ist eröffnet. Wenn man sagt, das Buffet ist eröffnet, rennen alle. Wenn man sagt, die Diskussion ist eröffnet, dann muss erst mal das Eis gebrochen werden. Wer bricht jetzt den Damm als erstes? So viele. Bitte schön, Frau Kollegin. Haben wir ein Mikro vielleicht? Katrin Höffler, Amtsbezeichnung. Ich bin auch Professorin an der Uni. So, ich habe eine kleine Anmerkung und eine Frage. Herr Grote hat beschrieben, dass er sich so ein bisschen schwer tut, oft noch objektiv auf die Sachen zu schauen, nachdem er mit Sicherungsverwahrten persönlichen Kontakt hatte. Und da wollte ich eine ganz andere persönliche Einschätzung entgegensetzen. Ich habe in der JVA Straubing und in Tegel schon oft Sicherungsverwahrte erlebt, auch in München in der Vorlesung in der Probandenvorstellung. Und es ist sehr oft so, dass man erst die Akten liest und sich denkt, was ist das wohl für ein schrecklicher Mensch? Und dann ist der Mensch da und denkt sich, eigentlich würde ich mit überhaupt nicht umgehen. Also ich finde, es sind oft ganz normale Menschen. Deshalb wollte ich da so ein bisschen einhaken, weil auch diese ausgrenzende Sprache, die man auch oft in den Medien findet, so, der ist böse oder so, das Böse ist wieder da. Da wollte ich ein bisschen gegensetzen. Und dann ist es auch so, dass die Sicherungsverwahrung wahrscheinlich gar nicht das geeignete Mittel ist, die Bevölkerung zu schützen. Das hat ja der Herr Dessiger auch gesagt, denn die gefährlichen Menschen sind draußen. Deshalb wäre meine Frage, gibt es eine Idee, und die gibt es, denke ich, eher nicht, wie könnte man vielleicht nicht identifizieren? Ja, darüber denken wir nicht nach und ich denke auch mit gutem Grund. Und Herrn Grote habe ich eine ganz spezielle Frage. Wie viel Geld wird denn darin investiert, die im Strafvollzug befindlichen potenziellen SVler zu behandeln? Also Sie haben ja gesagt, man investiert 12,5 Millionen in die SVler. Das Bundesverfassungsgericht hat aber eigentlich auch aufgegeben, dass wir doch Geld in die Behandlung der noch im Strafvollzug befindlichen investieren müssen. Ich glaube, das waren alles vorwiegend Fragen, jedenfalls zielgerichtet an Herrn Kollegen Grote. Ja, also vielleicht noch mal kurz zu meinem Befinden nach dem einen oder anderen Gespräch mit dem Sicherungsverwahrten. Ich habe parallel eine Länderarbeitsgruppe geleitet, wo es um die Neuausrichtung zum Verzug der Sicherungsverwahrung geht. Und da müssen Sie dann 16 Bundesländer versuchen, auf einen Konsens zu bringen. Was nicht sehr leicht ist, wenn das Spektrum von Bayern bis Berlin oder Bremen reicht. Da sind die Unterschiede auch schon im Verzug der Freiheitsstrafe sehr groß. Das, was eine interessante Erkenntnis war, wir haben einen regelmäßigen Gesprächskreis mit den in der JVA Celle untergebrachten Sicherungsverwahrten geführt, etwa knapp 20 Personen, und hatten am Anfang die Grundannahme, es wäre schön, wenn wir die in unser Gesetzgebungsvorhaben einbinden können. Wir sind also hingefahren und haben gefragt, was haben Sie eigentlich für Vorstellungen, wie Sie untergebracht werden wollen. Das war eine sehr naive Vorstellung von uns, weil die Menschen 20 Jahre nicht mehr gefragt wurden, was sie berührt und was sie wollen, sodass sie von dieser Situation sehr überfordert waren.
Und es ging Ihnen im Wesentlichen, das muss man so sagen, dann eher um eine Playstation als um Behandlungsprogramme. Und als wir die nicht mitbrachten, obwohl wir dann nach Celle gefahren sind, standen Sie auf und gingen wieder. Beim nächsten Mal drohten Sie dann einen Hungerstreik an. Also es war sehr schwierig, überhaupt den Dialog zu eröffnen. Und das waren dann so Momente, wo man auch persönlich beleidigt wird, bedroht wird und dergleichen mehr, wo es dann eben einfach in der Situation ein bisschen schwierig war, sich dann hinzusetzen und dann wieder eben zu arbeiten. Aber es ist uns dann gelungen. Vielleicht zu den Geldern, die 12,5 Millionen ist ja nur die einmalige Investition in den Bau. Wir haben laufende Kosten für mehr Personal im Verzug der Sicherungsverwahrung. Da wird Niedersachsen mindestens 1,5 Millionen für mehr Personal pro Jahr ausgeben. Hinzu kommt noch ein Betrag, den ich nicht genau beziffern kann, für den Verzug der Freiheitsstrafe, weil das sind Dinge, die werden gerade noch im Haushalt ermittelt. Da sind also auch eine ganze Reihe von Stellen angemeldet. Und bin auch zuversichtlich, dass wir die bekommen werden. Also das wird insgesamt doch noch sehr viel teurer werden und daneben wird man sehr viel Gelder brauchen für externe Therapeuten, wobei das die Wunschvorstellung ist, sie finden bundesweit kaum Therapeuten und der Rand von 16 Bundesländern auf die paar Therapeuten und auch Sachverständigen ist eröffnet und das wird noch sehr interessant werden, wie wir das überhaupt hinbekommen. Herr Brucker, ganz kurz und dann noch weitere Fragen. Also mich hat jetzt ein ganz kleines bisschen verstört, Jung Oss, und mit dem, ich übertreibe das jetzt mal, ganz liebe Menschen. Ich erinnere mich an die Ausführungen von Herrn Müller vorhin, man muss das Szenario sehen. Natürlich, wenn die da als Probanden sitzen, sind sie sehr, sehr lieb. Nur ein anderes Szenario bildet ein völlig anderes Bild. Ich kann dazu nur sagen, ich war jetzt 12 Jahre Herr der Niedersächsischen Spezialeinheiten. Ich kann in diesen 12 Jahren mindestens 2 Dutzend Menschen aufnehmen, die ich äußerst treffen würde, als sehr lieb bezeichnen würde. In einem anderen Szenario, und das war der Ansatz von Herrn Müller, sind das für mich die gefährlichsten Menschen, die ich je in meiner Laufbahn kennengelernt habe. Vielen Dank. Weitere Fragen, Kommentare? Bitte sehr. Und zwar habe ich die Frage... Vielleicht kurz noch Ihren werten Namen. Ich bin mit bei Elsa Götting. Dass vorhin gesagt wurde, dass viel früher angefangen werden muss mit Ausführungen und vollzugsöffnenden Maßnahmen zur Hinarbeit der Aufhebung der Sicherheitsverwahrung. Und würde da gerne wissen, was da für Maßnahmen geplant sind, da ja mittlerweile auch die Beamten des AKD so ausgelastet sind, dass man da jetzt sich auch nicht auf einmal Beamte aus dem Ärmel schütteln kann, die dann mit denen rausgehen und mit denen ihre Ausführungen machen. Ob da auch aus diversen Geldern Möglichkeiten geplant sind, ob da jemand zu das sagen könnte. Ist das vielleicht an Herrn Grote gerichtet oder jemand anderes? Sie werden ein bisschen distanziert von mir. Ja, also das ist in der Tat so, dass im Vollzug der Sicherungsverwahrung alle Länder gesetzliche Regelungen zumindest für den Bereich der Ausführung haben. Ausführung ist nach der Systematik der meisten Landessicherungsverwahrungsvollzugsgesetze eine Lockerung oder wie das jetzt modern heißt, vollzugsöffnende Maßnahme. Aber das ist im Grunde noch weit von frei draußen rumlaufen entfernt. Sie werden in der Regel begleitet von 2 Bediensteten. In der Regel ist auch noch eine moderate Fesselung, die von außen nicht sichtbar ist, da, sodass diese Leute dann, wo man noch davon ausgehen muss, dass eine Missbrauchs- oder Fluchtgefahr da ist, dann schlicht nicht weglaufen können oder keine Straftaten begehen können. Das ist also eine Form von Lockerung, die die Betroffenen selbst natürlich nicht immer so als Lockerung empfinden. Da wird es in allen Ländern mindestens 4 Ausführungen pro Jahr für jeden Sicherungsverwahrten gehen. In Niedersachsen haben wir sogar die Besonderheit, dass wir monatliche Ausführungen haben werden. Also dafür ist auch Personal zur Verfügung gestellt worden, es ist also eingestellt worden, das werden wir umsetzen können. Weitere Fragen und Kommentare? Bitte schön. Mit lauter Stimme haben wir noch ein Mikro. Ihren werten Namen? Herrn Rennecke und Amtsstudent. Das ist ein sehr schönes Amt. Das bin ich auch. Und zwar hat mich eine dieser Fragen nochmal auf eine Idee gebracht, weil ich finde, dass dieser Aspekt gar nicht beleuchtet wurde, nämlich welche Folgen hat es für einen Menschen auf unbestimmte Zeit eingesperrt zu sein? Und wenn ich mich richtig erinnere,
Gibt es dazu fast gar keine Statistiken? Die letzte, die ich kenne, ist aus der Zeit, als es noch Zuchthäuser gab. Weiß man das eigentlich? Ist das untersucht mit modernen Methoden, wie sich das auf die Häftlinge auswirkt? Wer möchte hier vorne antworten? Herr Dessica opfert sich. Ich opfere mich nicht. Also der Eindruck, es gibt viel zu wenig Kenntnisse darüber, der trifft zu. Das hat aber ein viel breiteres Anwendungsfeld. Wir wissen überhaupt sehr wenig über den Gesundheitszustand von Gefangenen. Ja? Also Sie können sich denken, man kann beispielsweise medizinische Untersuchungen, wie sich der Gesundheitszustand von Leuten, die man lange Zeit einsperrt, verändert. Da gibt es ein paar Daten aus Deutschland. Das Problem bei solchen Untersuchungen ist ein bisschen, man kann das nicht so einfach vergleichen mit uns, die draußen sind. Ja? Also es gibt die Theorie, es gibt einen Effekt der Pathologisierung, der auch dazu führt, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Wenn Sie das medizinisch ein bisschen genauer anschauen, dann finden Sie bestimmte Krankheiten etwas mehr bei Langzeitgefangenen, aber das trifft nicht auf alle Krankheiten zu. Und diese Untersuchungen sind schwierig aus verschiedenen Gründen. Also beispielsweise gibt es das Bestreben möglicherweise im Strafvollzug, dass man Personen, die besonders schwer krank sein werden, dann irgendwann auch entlassen wird. Auch draußen ist das nicht so einfach festzustellen. Ja? Wie wirkt sich der Vollzug aus? In alten Entscheidungen auch des Bundesverfassungsgerichts zur lebenslangen Freiheitsstrafe können Sie etwas darüber lesen, dass da Sachverständige gefragt wurden und da wird ein bisschen der Forschungsstand der 60er Jahre referiert. Leider wissen wir seither nicht viel mehr. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ich wollte dazu noch kurz was sagen, auch wenn ich jetzt vermutlich keine sehr gut elaborierten Studien wiedergeben kann. Es gibt ein paar Untersuchungen, die beziehen sich auf die Befindlichkeit, Depressivität, Emotionalität von Gefangenen. Aber das ist vielleicht gar nicht so das Ausschlaggebendste. Wenn jemand in der Sicherungsverwahrung ist oder von mir aus auch schon in der Haft oder im Maßregelvollzug, dann ist er in einer, sagen wir so, in einer etwas seltsamen Welt. Er ist in einer rund um die Uhr Kontrolle, rund um die Uhr Überwachung. Er ist einem Regelwerk, das von extern vorgegeben wird, unterworfen und versucht sich dann, so gut es geht, eben danach auszurichten. Manche übernehmen dann die therapeutischen Begriffe so gut, dass sie kaum mehr von Therapeuten zu unterscheiden sind. Es gab mal eine Untersuchung aus den 80er Jahren, glaube ich, die dann besagte, dass diejenigen besonders gefährlich sind, die sich so anpassen, sich so also Therapiestrategien erworben haben, weil sie eben dann diese Techniken nutzen können, um später ihre Opfer effektiver gewalttätig gegen sie zu sein, zu vergewaltigen, dass die solche Therapiefortschritte nutzen für ihre kriminellen Anliegen. Eine Studie, die ist inzwischen ein bisschen widerlegt, auch weil die Rahmenbedingungen falsch waren. Wenn Sie aber die Gefangenenakten durchschauen, da werden Sie häufig lesen von den Bediensteten der JVA, dass der sich sehr wohlgebührend verhalten hat, dass der immer brav und ordentlich und sauber ist. Und das ist dann sozusagen das, was über eine mehrjährige Unterbringung in einer Haft existiert. Er war immer korrekt, sauber, ordentlich. Und wenn er dagegen dann auffällig wird, beispielsweise ganz schlimm, wenn er mal Cannabis konsumiert oder wieder Worte gegen Vollzugsbedienstete hat, das wird dann als prognostisch ungünstiges Faktor gewertet. Wir haben ja eine eigene Untersuchung gemacht. Solche Auffälligkeiten während des Vollzugs korrelierten nach unserer Auffassung überhaupt nicht mit den Rückfälligkeiten. Wie denn auch? Das ist eine komplette geschlossene Welt, die mit der Wirklichkeit draußen sehr wenig korreliert. Das lässt sehr erschrecken, was die Prognostizierbarkeit anbelangt. Ich darf vielleicht, nachdem jetzt sich keine Fragen mehr aufdrängen, vielleicht an alle Referenten, hier gab es noch jemand? Dann nur los, kurz und knapp.
ja, Miriam Marowski, auch nur Studentin. Ich wollte mich nochmal beziehen auf einen Beitrag von Herrn Müller vorhin. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass die Juristen diejenigen sind, die die Straftäter freilassen. Ich möchte auch in keiner Weise Vorwürfe erheben, aber mich würde nochmal interessieren, wie Sie das eigentlich sehen, wer da im Moment die hauptsächliche Verantwortung hat, beziehungsweise kann überhaupt irgendjemand Verantwortung dafür übernehmen? Naja, vielleicht noch ergänzend von meiner Seite aus. Natürlich entscheiden Juristen, aber wir haben ja keinen Sachverstand, was die Gefährlichkeitsprognosen anbelangt. Also wir versuchen uns ja genau anzuhängen an das, was uns die Psychiater eigentlich sagen, und hoffen, dass da eine klare und eindeutige und verlässliche Prognose auf unserem Schreibtisch liegt, damit wir dann die Entscheidung treffen können. Herr Müller. Jetzt muss ich leider schon wieder was richtigstellen. Das stimmt natürlich nicht. Die Entscheidung trifft und verantwortet das sachverständigberatende Gericht. Und jeder Richter muss das Gutachten und seinen Sachverständigen so lange befragen, bis er sich die Expertise zu eigen gemacht hat. So steht es in dem Gesetzbuch, das nicht ich verfasst habe, sondern... Und das ist aber auch ganz wichtig. Es ist, es geht, wir beklagen es eigentlich schon seit längerer Zeit. Wir forensischen Psychiater haben sich im Laufe der letzten Jahre... waren möglicherweise auch nicht so unrecht in der Kritik, dass die Gutachten schlecht waren. Und es gab in den letzten 10 Jahren ganz gewaltige Anstrengungen, diese Situation zu verbessern. Es gab Zertifikate, es gab das für langjährig in der Praxis tätige Fachärzte, Fortbildungen, die sich über 3 Jahre erstreckt haben, um eben ein Zertifikat oder eine Schwerpunktbezeichnung forensische Psychiatrie zu erwerben. Viele sind fortgebildet. Bei den Richtern ist das nicht immer so, um das mal ganz harmlos auszudrücken, wenn überhaupt. Da gibt es keine Fortbildungen. Es ist nicht mal so, dass die Richter diese Zertifikate schätzen oder honorieren. Die bestellen nämlich Sachverständige nach ganz anderen, mir nicht immer ganz nachvollziehbaren Kriterien. Die Qualifikation des Sachverständigen ist nicht immer ausschlaggebend damit, dass jemand bestellt wird. Also insofern... muss ich den Ball ganz deutlich an die Juristen zurückspielen. Habe ich noch jemand anderes übersehen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich vielleicht zum Abschluss, bitte. Habe ich schlechte Augen? Bitte sehen. Tobias, wir tun auch Student. Ich würde gerne mal wissen, wie ist denn diese Maßnahme überhaupt noch zu rechtfertigen, wenn offensichtlich bei ein Fünftel der Gefangenen, wo diese Maßnahme verhängt wurde, die Maßnahme fehlprodukt, also an wen ist Ihre Frage adressiert? Wer will, ne? Und wenn keiner will? Also erstmal ist der Zeitraum für eine vernünftige Rückfallerhebung natürlich sehr kurz. Also das ist jetzt 1-2 Jahre her. Nicht jede Straftat wird auch sofort entdeckt. Das heißt, da wäre ich erstmal sehr vorsichtig. Es kann also durchaus sein, dass Sie morgen schon irgendwas in der Zeitung lesen oder nächste Woche, und dann ist der Aufschrei oder geht genau in die andere Richtung. Also da muss man ein bisschen Ruhe bewahren, aber es gibt eben einige Wissenschaftler, die sich dieser Daten schon angenommen haben und das beobachten. Also das wird sehr interessant zu beobachten sein, was dann da rauskommt. Aber es wäre jetzt ein bisschen früh, daraus schon Schlüsse zu ziehen. Außerdem ist es so, dass Sie nicht natürlich von jeder Straftat Gott sei Dank erfahren. Also das eine oder andere kommt dann doch nicht in die Presse, sodass es eben durchaus auch schon Rückfälle gegeben hat. Also wir haben auch schon den einen oder anderen wieder in der Untersuchungshaft in Niedersachsen drin, aber jedes dazu kann ich Ihnen auch nicht sagen. Die Veranstalter haben gebeten, mich heute anders zu verhalten als in meiner Vorlesung, also nicht schon wieder zu überziehen. Deshalb die letzte winzige Abschlussrunde und Frage an unsere Referentin. Stellen Sie sich vor, es kommt jetzt die gute Fee hier rein und Sie haben einen einzigen Wunsch frei. Was sollte aus Ihrer Sicht unbedingt verbessert werden? Herr Schröer, Sie haben den Auftakt. Ich wünsche mir im Moment erstmal, dass das, was seit dem 1.6. Rechtslage in Deutschland geworden ist, in den meisten Bundesländern für die Bundesversicherungsverwaltung, dass das, so wie es sich nach dem Gesetzestext liest, dann auch tatsächlich in der Praxis wiederfinden lässt. Leider kenne ich das aus vielen, vielen Jahren anders. Einige vielleicht wissen werden, 1975 ist das damalige Strafvollzugsgesetz eingeführt worden. Da stand schon drin, dass die Sicherungsverwahrung in gesonderten Anstalten zu vollziehen ist. Ja, und von 75 bis 2010 waren ja ein paar Jahre. Und so langsam werden sie gebaut. Ich bin mal gespannt, wann das umgesetzt ist. Herr Burkhardt.
Ja, ich wünsche mir, dass das Instrument der Sicherungsverwahrung oder eine ähnliche Maßnahme, wie immer die da heißen mag, Bestand hat, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es gefährliche Straftäter gibt, die völlig unabhängig davon, ob sie ein Krankheitsbild haben oder entwickeln, einfach so gefährlich sind, dass sie für immer weggeschlossen werden müssen. Das sage ich ganz bewusst. Ich wünsche mir dabei gleichzeitig, dass das, was hier heute angeklungen ist, nämlich eine sehr frühzeitige Behandlung, nicht bei den Sicherungsverwahrten, sondern im Strafvollzug beginnt, um irgendwo die Chance zu halten, diese Menschen, diese Zahl der Menschen, die ohnehin klein ist, vielleicht noch kleiner zu halten. Das Instrument würde ich gern weiter. Herr Müller. Ich komme nochmal zurück auf die Zahlen und auf unsere eigene Studie. Wie gesagt, von denen aus der nachträglichen Sicherungsverwahrung Entlassenen wurden bei uns in einem Zeitraum von 2 Jahren nur 12% zu schweren Straftaten rückfällig, dass sie die Unterbringung der Sicherungsverwahrung gerechtfertigt hätten. Das bedeutet, 88% saßen da umsonst. Wir können dieses Problem nicht lösen, weil wir nämlich nicht genau wissen, wer das ist. Aber wir müssen meines Erachtens alle Anstrengungen dafür unternehmen, dass wir die Zeit dieses Sonderopfers und die Bedingungen so kurz wie möglich halten und dass wir alles nutzen, um Konzepte zu entwickeln, da frühzeitig mehr Wissen, mehr Kenntnisse zu schaffen. Herr Grote. Wir haben in Niedersachsen zurzeit etwa 37 Sicherungsverwahrte, aber etwa 5.500 Gefangene. Ich wünsche mir, dass der Blick demnächst mal wieder von den 37 wegkommt und auf die restlichen knapp 5.500 Strafgefangenen geht und dass man Möglichkeiten und finanzielle Mittel an die Hand bekommt, diese 5.500 Personen zu behandeln, denn da sind weit mehr Personen drunter, die man mit behandlerischen Maßnahmen auch erreichen kann. Herr Dessel. Die Wünsche, die man an gute Feen richten kann, die können sich ja durchaus ergänzen. Nach dem, was ich schon gehört habe von den Kollegen auf dem Podium, würde ich mir wünschen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beim nächsten Mal nicht mehr so lang braucht und etwas konkretere Anforderungen formuliert und auch sich etwas lösen möge von dem nächsten Einzelfall, über den er zu entscheiden hat. Ja, die Wünsche mögen alle in Erfüllung gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war eine spannende Veranstaltung. Herzlichen Dank von meiner Seite an die Referentin. Das letzte Wort haben jetzt die Veranstalter. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei den Referenten, auch bei Professor Gutke für die Moderation und auch bei euch. Unsere nächste Veranstaltung ist am 24. Juni wieder um 18.15 Uhr hier in ZHG 006. Es wird um das Thema gehen, wo Recht an seine Grenzen stößt. Also das, da wird nochmal ein Resümee aus allen 3 Veranstaltungen gezogen, die dann von 4 Disziplinen, also Theologen, Politologen, Philosophen und Juristen beleuchtet wird und ja, es geht eher um so Themen wie Menschenwürde und so Themen, die auch schon hier angeklungen sind, ob was es ausmacht, Menschen für unbestimmte Zeit einzusperren. Ja, vielen Dank an euch.